Self-Invest. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserem heutigen Webinar im Rahmen vom Friday Traders Club mit dem heutigen Gastredner, dem Markus Gabel, und mit dem Thema mit Routine und Vertrauen zu dauerhaftem Trading-Erfolg. Hallo Markus. Stefan, sei dir gegrüßt, schön dich zu sehen. Freue mich auch. Vorab natürlich wie immer meine Frage an Sie, wertes Publikum. Haben Sie alle ein gutes Bild, einen Ton? Da würde ich Sie kurz bitten, im Chat uns eine Rückmeldung zu geben. Ja, ich höre schon. Perfekt, sehr gut, wunderbar. Perfekt. Ja, wir machen das, wie es mittlerweile schon bei uns beim Trader Club, wie soll ich sagen, schon Routine geworden ist. Wir beginnen mit einem kleinen Interview mit dem jeweiligen Gast, in diesem Falle jetzt der Markus natürlich. Und damit Sie auch mal sofort in den Genuss kommen von Markus, übergebe ich auch jetzt mal direkt schon mal an ihn das Bild sozusagen, dass Sie ihn auch mal sehen können. Jetzt müsstest du die Rechte bekommen haben, Markus. Jawohl, wunderbar, perfekt. Ja, und damit Sie auch mal sehen, mit wem Sie es hier zu tun haben, nicht nur den Namen, sondern auch mal so ein Bild von dem jeweiligen Menschen auch haben. Ja, er winkt schon, wunderbar. Und Markus, wie kamst du denn zum Trading? Wie kam es dazu, dass du mit dem Ganzen hier beschäftigst? Du stellst ja schon perverse Fragen am Freitagnachmittag, ne? Das ist ja unglaublich. Naja, wie kam ich zum Trading? Letztendlich fast wie die Jungfrau auch zum Kind. Ich habe 1999 habe ich eine Ausbildung zum Vermögensberater gemacht in Frankfurt, damals bei der Industrie- und Handelskammer. Also ich habe eine abgeschlossene Ausbildung, eine zweite war das dann, oder sogar die dritte dann schon in diesem Finanzbereich, und habe mich dann beschäftigt mit dem Thema Finanzen, habe Kunden beraten im Bereich Investment und Trading, nicht Trading, sondern Versicherungen. Und da hast du natürlich unweigerlich in dieser Ausbildung mit dem Thema Börse zu tun, über Fonds und fondsgebundene Versicherungen etc. etc. Nur was man uns damals nicht beigebracht hat, war halt das klassische Trading. Und dann habe viel Spaß gehabt mit dem Arbeiten mit Menschen damals, habe einen großen Kundenstamm gehabt, habe viele Mitarbeiter auch mit aufgebaut und selber ausgebildet. Und dann 2001 kam ja der berühmte 9/11. Ja. Und dann begann auch so diese Finanzkrise in der Zeit. Und da habe ich dann nicht nur viel Geld verloren, sondern habe auch dann viele Kunden verloren und viel Freude an dem Job als solches verloren. Und irgendwann habe ich angefangen, mich zu fragen, wo ist das Geld hin? Ja, ich muss ja irgendwo hin sein. Es kann ja nicht irgendwie sich in Luft auflösen. Und so kam ich dann letztendlich unweigerlich dann zum tieferen Grund der Börse, damit sie mich damit zu beschäftigen. Und dann landete ich tatsächlich dann 2001, 2002 dann im Trading selber, und damit begann das große Desaster. Verstehe, ja. Du bietest ja auch Ausbildungen an, auch verschiedene Module, soweit ich ja weiß. Kannst du uns da mal so einen Einblick geben bei dir, was du alles anbietest etc.? Das wäre, glaube ich, für auch den ein oder anderen Zuhörer sehr interessant, mal da auch mal so ein bisschen was zu erfahren aus erster Hand. Naja, in erster Linie biete ich meine Begleitung an. Der Punkt ist, ich hatte 3 Jahre lang, fast 4 lang eine Community, die DAOHAO-Community existiert immer noch. Und aber die Türen habe ich zugemacht, weil ich einfach über die Zeit festgestellt habe, dass Trading einfach eine zutiefst menschliche und sehr individuelle, ganz, ganz persönliche Sache ist. Geld ist genauso intim wie Sex. Das gehört beides zusammen, und da gehst du nicht auf die Straße hausieren damit, ich mache dieses, ich mache jenes, ich mag das, ich mag das. Also zumindest kein intelligenter Mensch macht sowas. Und so habe ich einfach festgestellt, dass Geld zutiefst menschlich ist und Trading letztendlich dann auch. Und in diesem Zusammenhang habe ich einfach auch die Feststellung gemacht, dass alle diejenigen, die ich persönlich betreuen durfte, also sehr eng begleitet habe, nicht nur sehr schnell zum Erfolg kamen, also über einen überschaubaren Zeitrahmen, sondern sich auch auf der menschlichen Ebene weiterentwickelt haben. Und ich durfte feststellen in diesen vielen Gesprächen, hunderte von Gesprächen inzwischen in den letzten Jahren, dass Trading nur dann erfolgreich betrieben kann, wenn du bereit bist, dich als Mensch dabei zu verändern.
Und das gelingt nicht mit Videos, nicht mit Webinaren. Dafür brauchst du einen Mentor, der dich begleitet auf diesem Service. Und das ist genau das, was ich heute auch mache. Und ich bin auch ganz, ganz ehrlich, ich würde heute nicht dastehen, wo ich bin, wenn ich nicht meine Mentoren gehabt habe. Ich habe 4 Mentoren, die mich bis heute begleiten auf meinem eigenen Prozess auch. Und so handhabe ich das auch mit Menschen, die ernsthaft bereit sind, sich mit Trading zu beschäftigen, nicht nur das Offensichtliche sehen wollen, sondern den tieferen Ursachen auf den Grund gehen wollen. Und das soll uns auch heute Nachmittag ein bisschen begleiten. Und das, was ich mache, dafür gibt es eben meine Homepage hier, tradingundpersönlichkeit.de. Dort findest du keine Pakete, gar nichts. Da beschreibe ich einfach nur, wer ich bin, was ich mache. Du kannst dein kostenloses Beratungsgespräch dann bei mir buchen. Dann stellen wir gemeinsam fest, ob ich der Richtige bin, der dich ein Stück des Weges begleiten darf. Und das ist das, was ich anbiete. Also gar nicht mal so sehr Coach, ja, sicherlich, aber ich sehe mich eher auch als Mentor, als Escort Service mit Financial Happy Ending. Ja, interessanter Punkt, finde ich. Also Sie sehen jetzt auch oder hören ja auch viel mehr, meine Damen und Herren, dass selbst ein Coach wie der Markus ja auch selber noch immer im Coaching sich befindet. Und das, glaube ich, macht ziemlich deutlich, dass das ja ein nicht endender Prozess ist im Endeffekt. Also man kann nicht sagen, nach einem Jahr, okay, jetzt bin ich ja fertig, jetzt passt das alles, sondern es ist halt eine Evolution, die permanent voranschreitet. Deswegen finde ich das auch sehr schön, dass er das auch mal jetzt mal so offen auch hier nochmal sagt, dass er selber ja auch noch Mentoren hat, die ihm da mit Rat und Tat zur Seite stehen. Auch ein interessanter Punkt, den du gerade noch erwähnt hast, würde ich jetzt mal so ein bisschen ketzerisch sein wollen, indem ich einfach mal frage, gibt es auch Menschen, wo du sagst, ja, ich glaube, ich bin der falsche Mentor, der falsche Trading Coach für sie? Ja, definitiv. Ich habe das auch schon gemacht. Deswegen ist für mich immer dieses erste Beratungsgespräch so wichtig, wo ich dann einfach durch gezielte Fragen herausfinde, ob man miteinander kann. Weißt du, Stefan, Trading ist eine Herzensangelegenheit. Trading ist eine persönliche Geschichte. Da gehört gewisse Grundsympathie dazu. Und ich kann goldene Dukaten verkaufen, wenn mein Gegenüber mich nicht leiden kann. Dann hört derjenige auch nicht auf mich. Ja, und ich kann, es ist im Verkauf so, ich kann der schlechteste Verkäufer sein, wenn der mich mag, ja, dann kauft er mir das ganz einfach ab. Und das ist eine Herzensangelegenheit, Trading. Und deshalb habe ich auch schon, ich habe 2 kurze Stories dazu. Ja, ich habe tatsächlich mal ein Coaching abgelehnt oder ich habe es abgebrochen, weil derjenige absichtlich Trades falsch gemacht hat, weil ich habe sie alle kontrolliert, die Trades, ich habe sie absichtlich falsch gemacht. Einfach nur, um mich zu ärgern. Ja? Und okay, der Mann war 56 Jahre alt und ich habe dann gesagt, du pass mal auf, was soll der Quatsch? Ich meine, wenn du das tust, um mich zu ärgern, dann bitte hinterfrag dich mal. Ja, ich meine, ich verschwende meine Lebenszeit, die ja sehr begrenzt ist, nicht mit jemandem, der mich einfach nur ärgert auf keine Ahnung, was auch ich immer, ja. Und das war das eine, wo ich abgebrochen habe. Das andere war, diese Woche Dienstag erst saß hier in meinem Büro ein 51-jähriger Mensch, ganz toller, lieber Kerl, ja, verheiratet, kleine Tochter mit 7 Jahren oder 8 Jahren und tradet seit 20 Jahren, ist nicht erfolgreich und hat jetzt mit der Wirecard nochmal richtig, richtig böse reingegriffen und hat mir so seine ganzen Stories erzählt. Und ich konnte schon merken, der war total aufgekratzt, der war total hibbelig und total völlig aufgelöst und ich habe halt dann einfach ein paar Fragen gestellt und dann hat er begonnen von seiner Tochter zu erzählen, ja, und dass eigentlich, ja, seine Tochter in 2 Tagen so kleine Hasen bekommt und normalerweise müsste zu Hause sein und müsste in den letzten Tagen schon einen Hasenstall gebaut haben, ja, und er war aber mit Wirecard beschäftigt. Ja, dann habe ich gesagt, weißt du was, du willst mir das jetzt ernsthaft erzählen, dass diese fucking Wirecard-Aktie und dieses Trading-Dreck wichtiger ist als deine Tochter? Das willst du mir jetzt echt erzählen? Dann fing er an zu weinen. Dann habe ich gesagt, weißt du was? Jetzt fährst du nach Hause, schaust dir YouTube-Videos an, wie du einen Hasenstall baust und dann baust du diesen Hasenstall für deine Tochter. Und wenn du das gemacht hast und deine Tochter glücklich ist und du der Held deiner Familie bist, dann kommst du zu mir zurück. Und dann können wir darüber reden, wie ich dir helfen kann. Ansonsten brauchst du hier nie wieder auftauchen.
Solange dir rote und grüne Kerzen wichtiger sind als deine Familie, bin ich definitiv der falsche Mann für dich. Sehr schöner Punkt. Es gibt ja halt doch mehr als, wie du es richtig sagst, rote und grüne Kerzen oder gelbe und blaue Kerzen. Das ist einfach so. Gut, das mit dem Coaching, also dieser psychologische Bereich, ist es bei dir mehr so in den Vordergrund getreten bei deiner Ausbildung. Aber trotz allem hast du auch so ein Regelwerk, sage ich jetzt mal ganz salopp und breit gestreut, an was du dich erhältst. Und jetzt muss ich natürlich schon so ein bisschen auch fragen, wo du gerade so Wirecard erwähnt hast, juckst denn dann doch nicht mal in den Fingern zu sagen, ach, weißt du was, lass mein Trading-Konzept Konzept sein, jetzt zocke ich es einfach mal. Jetzt gehe ich mal rein, 80% Gap innerhalb von einer Minute, wie wir es vorvorgestern gehabt haben, reizt es dann, juckt es dann nicht doch mal in den Fingern ab und an zu sagen, okay, wir lassen jetzt meine Strategie sein, jetzt mal Butter bei die Fische. Stefan, das würde ich aus Angst schon nicht machen, weißt du was? Ich würde es einfach aus Angst vor meinen Mentoren schon nicht machen, weil mich die sonst anrufen und die Freundschaft kündigen würden. Genau das ist, worauf ich hinaus will. Genau das, Und ja. das riskiere ich auf gar keinen Fall, aber mal abgesehen davon, ich bin wirklich, und da bin ich meinen Mentoren und auch dem Universum sehr, sehr dankbar, dass ich diesen Weg gefunden habe, das nicht mehr machen zu müssen. Ich habe das natürlich beobachtet, weil mich Kunden ständig danach fragen. Aber ich habe es einfach nur beobachtet. Ich habe mir immer gedacht, ja, ist eine interessante Aktie zum Traden. Ja, wer in sowas investiert, ist selber schuld. Und wer hier drin rumzockt, nach dem Motto, ja, der muss doch wieder kommen, der hat einfach nicht verstanden, was Trading bedeutet. Er hat die tieferen Ursachen nicht verstanden. Ja, und das ist grundsätzlich das Problem im Trading, dass wir immer den Glasturm anschauen, das Offensichtliche, aber nicht verstehen, was sind die tieferen Ursachen. Isaac Newton ist ja ein Begriff, ne? Stefan, Isaac Ja. Newton hat bewiesen, ne? Apfel, Baum und runterfallen, Ursache, Wirkung. Ja, und das ist das, was viele Trader leider nicht verstehen, auch nie draufkommen werden, weil sie nie beginnen, über diesen Punkt hinauszugehen und die Frage zu stellen, warum fällt der Apfel vom Baum? Klar, weil er einfach runterfällt, die Schwerkraft. Aber das echte Warum. Und nur wer sich damit beschäftigt, hat eine Chance, im Trading erfolgreich zu sein. Und deshalb beobachte ich sowas mit einem eigentlich mitleidigen Auge. Und es tut mir auch weh. Und vor allem Dienstag habe ich es ja wieder erlebt. Ja, und erst die letzte Woche im Coaching angefangen mit einem ganz netten Menschen, der mit Wirecard 50.000 Euro verloren hat. Stefan, 50.000 Ja. Euro. Ja, und stellt mir die Frage, Markus, ich weiß nicht warum. Hallo? Du mit 50.000 Euro weißt du, wie viele Dörfer ich da Brunnen bauen kann in Afrika? Ja, klar, das ist genau der Punkt, ein sehr guter Punkt. Darüber muss man nachdenken. Ja, Sie hören es, sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist wirklich kein Zocken, wie es der Markus richtig sagt, sondern sollte alles Hand und Fuß haben. Es ist im Endeffekt, wenn Sie es richtig professionell oder auch semi-professionell machen wollen oder schlicht und ergreifend vernünftig machen wollen, müssen Sie Zeit investieren, es benötigt eine Ausbildung, das fällt Ihnen nicht in den Schoß. In diesem Sinne, Ihnen jetzt viel Spaß mit Markus und seinen weiteren Ausführungen und wir hören uns später wieder. In diesem Sinne, schöne Zeit jetzt. Tschüss. Das würde ich wohl hoffen, alles klar. Und guten Appetit, Stefan. Danke, danke. So, ihr Lieben, schön, dass ihr heute Nachmittag alle da seid. Ja, jetzt sind wir unter uns. Ja, ich habe die Kamera eingeschaltet, ihr könnt mich sehen. Ihr könnt hier einen Teil meines Büros sehen. Ich werde zwischendurch mal aufstehen, wenn mir das Kreuz vielleicht wehtut oder weil ich was zum Trinken brauche oder mir mal einen Kaffee hole. Also lasst uns diesen Nachmittag, der hier zumindest mal in Straubing relativ schön ist, ein bisschen sonnig, ein bisschen wolkig, aber wunderschönes Wetter einfach gemeinsam genießen. Und lasst mich ein paar Sachen vorher sagen. Ich habe es gerade beim Stefan schon ein bisschen angedeutet. Also wer sich mit mir beschäftigt, beziehungsweise mit mir handeln oder arbeiten möchte, der muss sich darauf einstellen, dass ich A, deutliche Worte gebrauche und B, Trading von einer ganz anderen Seite aus betrachte. Und der eine oder andere kennt mich vielleicht auch schon ein paar Jahre lang und ich habe vor ein paar Jahren auch noch anders gesprochen. Nur zum Trading gehört einfach Weiterentwicklung dazu. Und darin liegt das wahre Geheimnis im Trading. Strategien, naja, Strategien sind eine Sache. Davon kannst du aber, da guckst du dir Videos an, da kannst du dir Webinare anschauen. Auch hier bei VIA Self Invest haben wir
Was aber nicht im Internet zu finden ist, sind die tieferen Ursachen, warum Trading funktioniert. Und das wird auch heute an, das wird sich auch mit dieser Session, mit dem Friday Traders Club heute Nachmittag nicht wirklich ändern. Was ich heute Nachmittag einfach tun kann, ist gemeinsam mit euch ein bisschen zu traden. Das wollen wir natürlich auch machen. Ein bisschen durch die Märkte hindurchzugehen und vor allem, ihr Lieben, mit Sicherheit ist auch der eine oder andere heute Nachmittag hier unter uns, der mich vielleicht ein bisschen besser kennt oder vielleicht auch noch gar nicht kennt, ja, oder vielleicht auch schon schlechte Dinge über mich gehört hat. Da gab es ja dieses Jahr schon mal einen richtigen Shitstorm über mich, den einige Ex- oder ehemalige Mitstreiter oder oder Kunden von mir über mich herein haben brechen lassen. Es ist alles in Ordnung, jeder darf seine eigene Wahrnehmung haben, ist für mich auch in Ordnung. Nur ich würde sagen, der Fairness halber, ja, macht euch einfach über mich euer eigenes Bild. Und der Chat ist offen, ihr Lieben. Ja, und ich habe jetzt hier nicht vor, die nächsten fast 3 Stunden hier eine One-Man-Show zu machen. Deshalb, ich bin jetzt schon auch auf eure Mitarbeit angewiesen. Und wir sind unter uns. Ja? Und ihr dürft mich letztendlich fast alles fragen, außer nach Körpergröße und Gewicht. Das Thema klammern wir mal aus. Aber ihr dürft mich alles fragen zum ganzheitlichen Trading. Ihr könnt mir Fragen zur Spiritualität stellen, ihr könnt mich Fragen zu irgendwas, ist auch immer. Wir können uns gemeinsam Aktien anschauen. Ich werde dazu 2 Plattformen nutzen, natürlich den Nano Trader, natürlich in der Hauptsache. Wir werden auch versuchen, da den einen Trade zu machen. Ich möchte gemeinsam mit euch heute ein bisschen Daytrading machen, auf 1 Minute, um mal zu sehen, auch mal zu zeigen, wie anstrengend das sein kann. Ich werde aber auch der Einfachheit halber mit meinem Agena Trader traden, den man übrigens ja auch über WHS Self-Invest traden kann. Der Fokus liegt allerdings auch auf dem Nano-Trader. Und ich zeige euch auch, wie das Add-on, was wir jetzt freigegeben haben für den Nano-Trader, das Dauer-Fibo-Add-on, sehr gewinnbringend für euch eingesetzt werden kann. Ja. Und wer danach einfach sagt, Mensch, Markus, ich habe Lust, mal mich mit dir persönlich zu unterhalten, dann gehst du einfach auf die Homepage tradingundpersönlichkeit.de und holst dir dort ein kostenloses Beratungsgespräch. Da ist ein Kalender dahinter, da kannst du alles eintragen. Und dann finden wir einen gemeinsamen Termin, wo wir uns unterhalten können und über deinen Weg sprechen können. Und das wird uns auch heute Nachmittag immer ein Stück weit begleiten. Und bitte seid auch ein bisschen nachsichtig mit mir. Es gibt keinen heiligen Gral. Mein Anliegen liegt immer darin, euch Trading von einer anderen Seite zu zeigen. Ja? Ich werde euch hier nicht mit Indikatoren zuschütten oder sonst irgendwas, sondern ich möchte euch gerne zeigen, warum Trading menschlich ist und wie man es von dieser Seite begreifen kann und wie man Trading auch ein Stück weit erfolgreich traden kann. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, Wünsche, Anregungen, hier, Kinders, der Chat ist offen, ja, stellt eure Fragen. Stefan hat schon reingeschrieben, Georg hat auch schon reingeschrieben, Bernhard, einen schönen guten Nachmittag, Sonja habe ich hier schon gesehen, Stefan, Grüße, auch hier sehe ich hier dann auch einige aus meiner Community, Daniel, seid ihr gegrüßt, ich freue mich sehr, dass ihr heute Nachmittag mit dabei seid. So. Und natürlich auch an die Damen dieser Welt, ohne die wir nicht überleben könnten, zwangwohlweise. Ja, seid so frei, stellt eure Fragen, was immer euch auf dem Herzen liegt. Es gibt kein Geheimnis. Doch eines gibt es an der Börse. Das größte Geheimnis ist tatsächlich, dass es keins gibt. Wenn man dem mal auf die Schliche gekommen ist, dann hat man eine gute Chance, im Trading auch erfolgreich zu sein. Murat, einen schönen guten Nachmittag. Schön, dass du da bist. Also, wenn ihr wollt, wie gesagt, stellt Fragen. Wenn ihr irgendwas habt, vielleicht habt ihr irgendwelche Sachen selber im Depot, wo ihr sagt, Mensch, können wir da vielleicht mal drüber schauen? Dann gucke ich mir das an. Und ihr wisst, ich arbeite ausschließlich mit Preis und mit Trend. Deshalb werde ich auch immer wieder zum Agena Trader wechseln, weil ich dort ein bestimmtes Marktpreisprofil nutzen kann. Das habe ich noch nicht beim Nano Trader, ist aber nicht schlimm. Das wird irgendwann mal nachgeliefert und dann gucken wir mal, wie weit, dass wir damit kommen. Also, dann gehen wir doch mal hinein und ich habe hier gleich mal den Dow Jones offen und zwar möchte ich heute Nachmittag so verschiedene Strategien oder verschiedene Setups auch mit euch besprechen, wie man im Trading oder was man im Trading machen kann. Allen voran natürlich hier auch im 1-Minuten-Stand den Trendhandel zu machen, ja. So, und da habe ich jetzt im Wall Street, also den Dow Jones, mal auf 1 Minute. Wohlgemerkt, das ist ein Demokonto hier. Ich trade echt ausschließlich auf Live-Konten. Ja, da kannst du übrigens auch reinschauen. Ja, das kann ich dir auch zeigen.
Es gibt ja so ein kleines Konto, das hier ist, wo habe ich es denn? So, nein, das ist nicht, da ist es. Moment, ich sag's dir gleich. Forex Factory. Also meine Konten sind, die meisten sind also offen, bis auf das von der Vermögensverwaltung. Das ist nicht offen, logischerweise nicht. So, schauen wir mal, Login. So, das sind wir. Na? Dann schauen wir mal. Also das ist hier, das habe ich vor über einem Jahr aufgemacht. Das ist einfach ein 200-Euro-Konto. Warum habe ich das aufgemacht? Ganz einfach, weil ich auch zeigen wollte, dass man auch mit kleinen Konten auch so ein kleines passives Einkommen sich am Laufe der Zeit, oder um es mit den Worten von Mario Lüdemann zu sagen, kleines Konto groß traden. Das geht, allerdings halt unter dem Faktor Zeit logischerweise. Und ihr seht, es steht mit 27% vorne. Das ist für mich in Ordnung. Das ist nicht gedacht, um Geld damit zu verdienen. Es geht nur darum, dass man auch mit kleinen Konten für diejenigen, die sich das Trading beibringen wollen oder selber lernen wollen, durchaus gegeben ist, auch so ein kleines Konto nach vorne zu traden. Ja, ein deutlich größeres Konto, das kann man sich hier anschauen. Das findest du unter tradersyard.com und dort siehst du meine letzten 3 Jahre. Ja, und auch da bin ich sehr glücklich und zufrieden. Und da kannst du reingucken, dann auch welche Trades, das ich mache. Also nur zu dem Thema, ich trade ausschließlich live und meine privaten Konten halten sich in überschaubarem Maße. Dafür hat es mein Privatleben nicht hergegeben, dass ich mir hätte Millionen aufbauen können, leider nicht. Aber wer mich kennt, weiß, ich arbeite in der Vermögensverwaltung Born Stahlberg und Partner als Händler. Und dort kannst du dir vorstellen, dass natürlich auch größere Konten dann ich dort zu treuen habe. So, jetzt schauen wir uns mal Blick an, und zwar den Dow Jones. Ich möchte natürlich heute schon auch gemeinsam mit euch ein bisschen handeln, aber natürlich auch nach Regelwerk. So, und ich werde zwischendurch immer wieder mal die eine andere Folie einblenden, um euch einfach auch zu zeigen, wie gehen wir mal als erstes das Regelwerk grob einfach nur mal durch. Wo habe ich es denn? Da ist es. Das ist eines der. Hoffe ich doch, dass es gleich kommt. Na. Ich liebe es, wenn Computer stehen bleiben. Na gut. Also, ich kann euch das auch auswendig sagen. Am Anfang ist natürlich immer. Jetzt kommen wir noch. Da ist er. So, jetzt aber. Respekt. Jetzt. So, da sind wir. Prima. Na? So, das ist das Hauptsetup, mit dem ich auch arbeite und das ich auch letztendlich proklamiere, mit dem ich selber jeden Tag auch unterwegs bin. Und das ist das ganz normale DAOHO-FIBO-Add-on, dass du auch im Nano-Trader dann zum Beispiel findest, zeige ich euch dann auch gleich. Und für mich ist der Erfolg eben keine Fantasie, sondern eine Formel. Und das ist die ganz klassische DAO-Theorie. Ja? Und hier siehst du Folgendes, dass die Trefferquote oder die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt, ungefähr bei 65% liegt. Und wenn wir dann auch noch schauen, dass der Preis in unsere Richtung geht, das zeige ich euch auch gleich, ja, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Trend fortsetzt, auf 72%. So, und das ist dieses Bild, was du wirklich im Kopf haben musst. Ja? Und wie du schon siehst, das ist wie so eine Schablone. Für mich ist es letztendlich vollkommen egal, was da oben links drüber steht, ob dort DAX, dort DAU oder eine Aktie oder ein Rohstoff oder irgendwas drüber steht. Das ist mir vollkommen egal. Und wisst ihr, warum es mir egal ist? Weil ich mit dem Namen kein Geld verdiene, sondern ich verdiene am rechten Rand des Charts nur dann Geld, wenn ich eine Strategie habe, von der ich weiß, dass sie in der Häufigkeit öfter funktioniert, als dass sie nicht funktioniert. So, und das ist die Grundstrategie, die an der Börse im Übrigen immer funktioniert.
Denn das ist das, was Charles Dow herausgefunden hat, ja, dass sich Trends aufgrund des menschlichen Verhaltens und der Wahrnehmung des Preises immer öfter fortsetzen, als dass sie es nicht tun. Und wenn du dir heute mal mit wenig emotionalem Abstand deine Aktie anschaust oder deinen Rohstoff oder was du auch immer handelst anschaust, also schaust von rechts nach links, dann wirst du sehen, dass der Trend immer da ist. Immer, immer, immer. Natürlich setzt er sich nicht immer noch weiter fort, aber irgendwann dreht er und es kommt in eine andere Richtung ein Trend. Wenn ich dann verstehe, dass mein Preis dafür verantwortlich ist, in welche Richtung das es geht, dann tue ich mich noch einen Ticken leichter. Und das möchte ich euch heute Nachmittag einfach in Ruhe ein bisschen zeigen. Deshalb, wir haben keinen Stress, wir haben keine Hektik. Lasst uns also gemütlich hier durchgehen, denn alles darf im Trading passieren, aber keine schweißnassen Hände und auch keine Nervosität. Wenn das du immer noch hast, dann musst du ein bisschen an deinem Geldfaktor arbeiten. Aber auch da, wenn ihr Fragen dazu habt, dürft ihr die jederzeit stellen. So, also das ist das Grundsetup, ja, mit dem wir dann arbeiten. So, und jetzt habe ich hier als Beispiel jetzt gerade mal die Wall Street und oder den Dow Jones. Und was kann ich jetzt hier schon sehen? Dass ich hier, du hast keinen Ton, Bernhard? Haben alle keinen Ton oder könnt ihr mich hören? Kurze Gegenfrage, können mich alle hören? Okay, super, Dankeschön. Danke, dann hat es nur einer das Problem. Okay, wichtig ist, dass Sie mich hören können. Okay, also entscheidend ist, ja, dass ich hier am rechten Rand, schaut mal, und das ist mal die Hauptmessage, ne? Wir stehen jetzt alle, und vielleicht hast du ja deins auch offen, wir stehen alle im rechten Rand des Charts. So, und niemand weiß von uns, was dort passieren wird. Niemand. Du kannst es nicht wissen. Also wenn du es wissen würdest, könntest du ja jetzt draufdrücken und all in gehen, long oder short. Also du kannst halt an der Börse nur über zwei Arten Geld verdienen. Entweder du bist die Bank, ne? So wie es halt so schön heißt, du bist die Bank. Dann kannst du deinen Markt selber machen. Dann brauchst du aber auch keinen Chart. Dann wärst du aber auch heute Nachmittag nicht hier. So, wenn du die Bank nicht bist, kannst du nur mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Wahrscheinlichkeiten heißt, du brauchst eine Strategie, welche das jetzt auch immer sein mag. Das ist vollkommen egal, spielt gar keine Rolle. Du brauchst eine Strategie, von der du weißt, dass sie am langen Ende öfter funktioniert, als dass sie es nicht tut. Ja, und auch das wird ein Thema heute Nachmittag noch sein, während dem dann der Einhandel-Trade dann läuft, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Weil ich möchte euch ja, wenn ihr mir schon Zeit eures Lebens, also Lebenszeit schenkt, möchte ich natürlich schon, dass ich euch was mitgeben kann. Und das ist auch meine Sanduhr, die im Hintergrund immer läuft. Die soll auch ein bisschen immer euer Leben signalisieren, nicht wahr? Und jetzt weiß ich natürlich nicht, wie jung oder wie nicht mehr ganz so jung oder eher reif der eine oder andere von euch schon ist. Und dann wisst ihr, dass das eine oder andere Stundenglas schon ziemlich gut durchgelaufen ist, ne? Wenn du jetzt heute einen Trade machst, hast du deinen Stop-Loss und dann kannst du förmlich zugucken, wie dann der Preis dorthin geht und wie du irgendwann ausgestoppt bist. Das kannst du erahnen, das kannst du fühlen. Im Leben nicht. Im Leben weißt du halt nicht, wann das letzte Sandkorn gefallen ist. Und diese Sanduhr, die geht 90 Minuten, glaube ich. 60 oder 90 Minuten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ihr Lieben. Wenn hier das letzte Sandkorn gefallen ist, ne, dann gehe ich da hin und drehe die Sanduhr um und fange wieder von vorne an. Wenn aber unser letztes Körnchen gefallen ist, nicht wahr? Dann drehen wir da nichts mehr um. Und deshalb möchte ich, dass die wichtigste Botschaft des heutigen Nachmittags ist, auch wenn wir heute Nachmittag wirklich viel Zeit zusammen haben, bedenkt bitte, es ist nicht wichtig. Ja? Solange du nicht wirklich dein Geld mit Trading verdienen musst, und ich wünsche das niemandem, dass er das muss, weil es ist nämlich nicht lustig, es macht auch keinen Spaß. Gern's gibt's bestimmt nicht. Dann denk bitte darüber nach, dass alles andere tausendmal wichtiger ist als rote und grüne Kerzen. Und dennoch ist Trading eine Sache, die sehr zufrieden machen kann. Spaß macht's nicht, weil jeder, der Spaß dran hat, Geld zu verlieren oder sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, weil ich sage, ja, ich halte mich doch an die Regeln, wieso verliere ich jetzt Geld dabei? Der sollte sich nochmal hinterfragen, ob er so leicht
obskure oder absurde Emotionen in sich spürt und sich gerne schlägt, selber schlägt oder sich schlägen lässt. Darf ja alles sein, ist alles eine Sache der Wahrnehmung. Ja, aber dann hat es mit Trading ja nichts zu tun. So, jetzt gucken wir doch mal. Wir haben recht einen Trend. Das haben wir gerade gesagt, eine Trendfortsetzung ist immer wahrscheinlicher als ein Trendbruch. Und jetzt gibt es ein Regelwerk dazu, nicht wahr? Trends, dann brauche ich eine Korrektur, die also größer ist oder länger läuft als mindestens 38,2%. Alles darunter ist nicht gesund, statistisch gesehen. So, und ich arbeite, ihr seht schon, im Chart selber mit Heikin Ashi. Ja, warum arbeite ich mit Heikin Ashi? Weil Heikin Ashi keine Kerzendarstellung in klassischer Form ist, auch wenn du es so siehst aktuell, sondern es ist ein Trendindikator. Ne? Mr. Homma, ich weiß den Vornamen nicht mehr, ist ein Japaner, 1500 noch irgendwas, hat diesen Trendindikator gebaut und entwickelt und kam im 19. Jahrhundert dann nach Europa von Dan Walco. Dann hat ein Holländer, der hat es dann nach Europa gebracht. Und diese Heikin Ashi-Version ist wirklich cool. Denn während du im klassischen, Kerzenkonstellationen, ja, wie hier zum Beispiel, kann man ja hier umschalten auf klassische Kerzenkonstellationen, hast du halt unglaublich viele Kerzen-Patterns, ja, von Bullish, Harami, bis Bärisch und Bullish, keine Ahnung, was mich alles tritt, drei tote Krähen und drei lebende Soldaten. Ich weiß jetzt nicht, was es dort alles gibt. Da hat Steve Neeson, hat ein wunderbares Buch drüber geschrieben, ein ganzes Buch über Candlestick-Patterns. Da kann man sich natürlich sehr, sehr lange damit beschäftigen. Ich mag das alles nicht so sehr. Ne? Also Trading muss einfach sein. Ne? Ich bin Bayer, tiefstes niederbayerisches, gebürtiger Oberpfälzer, tiefstes Niederbayern. Und was wir Bayern lieben, ist streng, aber klar und einfach. Ne? Also wenn es schwierig wird und wenn es kompliziert wird bei uns Bayern, dann steigen wir aus. Dann sagen wir, mir macht es ja Zeiger Lorenz, das sind wir weg. Und das will ich im Trading auch nicht. Und im Heikin Ashi ist es wunderbar. Ja? In Heikin Ashi gibt es nämlich genau zwei Kerzen. Ja? Und ich zeige die mal hier, da tue ich mich jetzt einen Augenblick ein bisschen leichter. In Heikin Ashi gibt es genau zwei Kerzen und zwar zeige ich die mal hier und zwar sogenannte Trendfortsetzungskerzen als auch sogenannte Ausgleichskerzen. So, das hier zum Beispiel ist eine Short-Trendfortsetzungskerze. Das heißt, du hast einen sehr starken Kerzenkörper mit einer Lunte auf der Unterseite. Ja, so. Wenn du eine Long, und es kann auch rot dann sein, ich habe es natürlich auf schwarz-weiß angestellt, nicht weil ich farbenblind bin, sondern ich ab und zu einen Wechsel brauche. Ja, und Long hast du dann sowas, ne? Also einen weißen, Murat, ja, Bayern und Franken gehört dann im Endeffekt des Tages doch zusammen, Bayern, das sagen wir mir. Ja, so, und das hier hast du eine Kerzenkonstellation oder eine Trendfortsetzungskerze, Long. Ein weißer Körper oder grüner Körper mit einem Schatten auf der Oberseite. So, das heißt, der Trend ist stark und der Trend ist in Ordnung. Ja, und mehr brauchst du nicht letztendlich zu wissen. So, was ist jetzt eine Ausgleichskerze? Das ist dann das, was der Name schon sagt. Dort gleicht sich der Preis aus. Ne? Angebot und Nachfrage gleicht sich dann dort aus. Und eine Ausgleichskerze sieht am besten immer so aus. Ja. Ein kleiner Kerzenkörper, je kleiner, desto besser und mindestens so lange, wenn besser sogar doppelt so lange Schatten auf der Ober- und der Unterseite. Ja? Also sowas da, das geht auch noch durch, das geht auch noch durch. Ja? Also diese beiden hier gehen vielleicht auch noch gerade noch durch. Ja? Also das sind solche Ausgleichskerzen. Lustigerweise, wenn du jetzt ein bisschen da rein denkst in das Preisgefüge, ja, dann weißt du, okay, so eine Ausgleichskerze kommt immer am Ende einer Bewegung, ja, oder am Ende einer Korrektur. Und jetzt ist ja wieder unser Setup, was wir suchen. Ja, ich suche ja genau das am Ende einer Korrektur. Guck mal her. Und da hast du es auch schon. Ja, und sagst, schau her, da bringt ja dieses Dow-Hau-Fibo-Add-on jetzt genau dieses Signal. Warum? Weil exakt das Regelwerk erfüllt ist. Ja, wir haben einen Trend, wir haben eine Korrektur, ja, die ging tiefer oder ging weiter als 38,2%. Jetzt kommt eine Ausgleichskerze, das heißt, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit bei 65%, aber bei 65%,
dass sich der Trend nach unten fortsetzt. So. Und wo ist jetzt das Ziel in so einem Fall? Weil das ist ja dieses Rein-Raus-Mickey-Maus-Spiel. Erstmal prinzipiell, dass ich sage, okay, wir haben Rot zu Rot. Das ist deshalb Dauer-Fibo, Rot zu Rot. Ne? Wir wollen also da runter, ja, zur 61er-Marke. Da wollen wir auf jeden Fall mal hin. So, und das wäre dann auch das Ziel. Und jetzt ist für mich natürlich die Frage, und das ist jetzt ganz, ganz entscheidend, ihr Lieben, lohnt sich das für mich an der Stelle auch? Denn die Information, die dir jetzt an dieser Stelle fehlt, ist natürlich, was ist mit dem Preis? Ja, ist denn der jetzt an der Stelle, wo hier rechts ist, das sind 25.586 Punkte oder pro Kontrakt, ein Standardkontrakt, wären das dann Dollar, umgerechnet ungefähr, muss er jetzt eine Information haben, ist der Preis jetzt billig, ist der teuer oder ist der gerade fair bewertet? Ja? Die Information brauche ich letztendlich. So, und dafür brauche ich letztendlich jetzt ein Preisprofil, wo ich sagen kann, das zeigt mir das Ganze jetzt auch an. So, jetzt, ich glaube, auf einer Minute oder im Tagesgeschehen, glaube ich sogar, hat der Nanotrader ja auch das Time oder Opportunity drin. Pass mal auf, ich glaube, der hat es da auch drin. Time Price Opportunities. Ich glaube, das ist das, alles täuscht. Schauen wir mal. Nee, das glaube ich, war es nicht. Also, das ist mir, das ist auch nicht das Richtige, das ist auch nicht das, was ich gerne haben möchte. Deshalb, ich mache das jetzt wieder raus. So. Zeige ich mal, wie ich das mache, man kann ja mit WAS auch mit dem Agina Trader arbeiten. So, das heißt, ich habe jetzt hier den Dow Jones zum Beispiel und den mache ich jetzt hier auch mal auf. So, jetzt schauen wir mal. Nee, das war's nicht. So. Okay. Schauen wir mal. Gut, also, so, jetzt gehe ich hier mal auf eine Minute. Beziehungsweise ich stelle mir hier das gleich ein. Eine Minute. So, genau, da sind wir. Okay. So, jetzt haben wir hier genau das Gleiche. Und jetzt habe ich folgende Information. Frank, der Chart ist, was du machen kannst, ist, wenn du hier meine Kamera drin hast auf GoToWebinar, da ist zwischen dem Chart, Frank, und der Kamera so ein kleiner Balken. Da kannst du mein Bild kleiner ziehen, dann wird der Chart größer. Kannst du das mal probieren? Da kannst du die Fenster kannst du da verschieben und dann kannst du mein Bild nach oben schieben. Du kannst mich auch ganz Bild ganz wegmachen, dann wird der Chart dann auch größer. Ja, da kann man bei GoToWebinar ein bisschen spielen damit. Das sollte damit auch funktionieren. So, also, jetzt welche Informationen haben wir? Also, ich habe jetzt hier genau die gleiche Information, ja, dass ich hier gesagt habe, schau mal, es war hier genau die Korrektur. Okay, super, Frank, passt. Okay, jetzt haben wir hier die Korrektur, haben wir jetzt hier auch gesehen, ne? 38, ja, dann kamen die Ausgleichskerzen hier. So, und was ist jetzt passiert? Der Trend setzt sich nicht fort. Ne? Sehen wir jetzt hier, hier auch, seht ihr? Momentan setzt sich der Trend nicht fort. Und warum nicht? Nun, es hat was auch mit dem Preis zu tun. Ja? So, schaut mal, wo wir sind. Und deshalb, ihr Lieben, und das ist einfach super, super wichtig, ja, wir haben hier eine Preisinformation, wo wir sagen, für heute, das sieht man dann auch zum Beispiel hier, ja, für den heutigen Tag, respektive das ist von gestern, ja, und müssen wir tatsächlich auf den aktuellen Tag gehen, ja, da liegt von heute, ja, und zwar bezogen nicht nur auf heute, sondern bezogen auf die letzten, und so trade ich eben,
auf die letzten 1440 Perioden, ja, kann ich sehen, dass der faire Preis aktuell oder der Durchschnittspreis, ne, es gibt ja sogenannten Point of Control, das sehen wir dann aber erst ab 15.30 Uhr, wenn auch Aktienmärkte dann aufmachen, ja, dann sehe ich auch, wo der heutige Point of Control ist. Jetzt, ich arbeite gerne mit den größeren, weil die funktionieren genauso gut und auch in den größeren Zeiteinheiten logischerweise dann. So, und dann siehst du, dass der Durchschnittspreis, ja, bezogen auf 1440 Perioden, sehen wir hier, ist im Gesamtbild, liegt es in der Tat, schau mal, bei 25.542 Punkte. So, das heißt, ich würde hier an dieser Stelle mein Regelwerk nicht anfassen. Also ich würde es nicht machen. Ja, ganz einfach, weil ich hier mittendrin bin in meiner fairen Preiszone. Jetzt sind wir ja sowieso noch im DAO, im Future-Bereich unterwegs. Wir können das Ganze natürlich genauso machen mit dem deutschen Aktienindex. Das heißt, ich mache jetzt hier nochmal einen Chart auf und hier nochmal Germany und was man hier hat, Germany 30, machen wir den CFD und hier, genau, so. Okay. Murat, zu deiner Frage komme ich dann gleich noch, ne? Ein bisschen Geduld noch. So, da haben wir jetzt den DAO, also den DAX. So, ich stelle den jetzt mal auf eine Minute ein. Mal gucken, ob wir ein paar Trades machen können. Dann auf Heikin Ashi. Ja. So, dann hole ich mir mein Fibo Pro Red ein. So. Okay. So, dann genau. Kann ich mir die alten Trends noch anzeigen lassen? Ja. Zweites brauche ich hier nicht. So. Und da sieht man jetzt schon die Signale, die noch kommen. Okay. Lars, ganz lieben Dank. Ich habe damit jetzt nicht so die ganz große Erfahrung. Aber ich kann jetzt mal probieren, Time Price Opportunities auf Ticks umstellen. Ach, genau. Ich glaube, da hast du vollkommen recht. Jetzt gucke ich nochmal, ob ich es reinbekomme. So. Schauen wir mal. Visualisierung. Und schau mal, kann mir mal da jemand helfen, wo man das umstellt? Farbe. Ich brauche immer Hilfe, ich kenne das Teil nämlich hier gar nicht. Ist nicht mein bevorzugtes, aber es muss man sicherlich irgendwo einstellen können. Schauen wir mal. Designerleiste. Ich habe mir schon fast gedacht, ja. So, was haben wir? Time Price Opportunity. So, Visualisierung. Da haben wir es doch schon. Split. Surferdaten. Ah, okay. So, Lars, ich brauche deine Hilfe. Serverdaten und dann geht's. Irgendwo kann man das bestimmt umstellen. Server aggressive. Okay. Ah, Hammer. So. Ah, im Nano Freedom. Ja, doch, da ist er. Da ist er. So, da kann man den sehen. Ja, ist doch gar nicht so schlecht. So, das heißt, hier ist tatsächlich, da seht ihr schon hier, wenn ich das richtig sehe vom heutigen Tag, dann hier der Point of Control, wenn ich das so sehen kann.
Und das ist jetzt hier der Punkt, wo ich sage, hier drin würde ich einfach mein Setup definitiv nicht handeln. Ja, und das kann man jetzt hier beim dem hier dann nicht dann auch machen, weil jetzt kann ich es ja. Jetzt gucken wir mal. Time Price Opportunity. So, dann Serverleiste. Lars, nochmal ganz lieben Dank. So, Ticks. Na, komm her. Ticks. So. So, da ist es. Ja, da sehen wir das auch. Ja, also hier sehen wir das letztendlich auch. Also dann können wir hier schon feststellen, wir sind hier relativ nah am aktuellen sogenannten Point of Control. Das ist halt gerade wichtig, wenn du im Daytrading unterwegs bist. Und deshalb würde ich hier drin auch nicht handeln. Ne? Jetzt gucken wir uns mal. Ja, lieben Dank, Klaas. Ich freue mich sehr, dass wir hier zusammenarbeiten können. So, und dann siehst du jetzt zum Beispiel hier auch im DAX zum Beispiel. Ne? Deshalb würde ich hier einfach jetzt momentan nicht handeln, auch wenn jetzt hier das Signal da ist. Warum kommt es jetzt hier nochmal? Das kann ich euch jetzt auch sagen. Ich mache gerade mal die Linien ein bisschen stärker. Und zwar hier auf 2. Ich finde es sehr schön, dass wir heute Nachmittag auch mal ein bisschen länger Zeit haben. Nicht immer nur auf eine Stunde das Ganze beschränkt ist. So, also warum kommt hier jetzt nochmal ein Signal? Weil wir vorher schon mindestens 38,2 korrigiert haben, nicht wahr? So, und deshalb kommt jetzt nochmal das Signal. Aber ganz, ganz wichtig, hier würde ich jetzt nicht handeln. Es kann trotzdem sein. Ja, natürlich kann sich der Trend immer fortsetzen. Aber ich möchte euch einfach Folgendes zeigen, ihr Lieben. Die wichtigsten Komponenten, und da schauen wir uns jetzt einfach mal den FDAX an, ja. Die wichtigsten Komponenten ist immer dann, ich suche ja nach Wahrscheinlichkeiten aus, ja? Ich suche ja immer nach Wahrscheinlichkeiten. So, die Wahrscheinlichkeiten, ihr Lieben, und nochmal die Information, wir sind am rechten Rand des Charts, ja? Wir wissen nicht, wie es dort weitergeht. Wir wissen aber, dass wir einen Preis handeln. Im Moment 12.243 Euro für einen Kontrakt, Future-Kontrakt im DAX. Und ihr seht, wir sind exakt am Point of Control angekommen. Wenn du jetzt ins Orderbuch reinschaust, ja, dann siehst du, dass genau bei diesem Preis, bei den 45, haben 452 Kontrakte den Besitzer gewechselt. Das heißt, dort, und dort bewegt sich der Kurs gerade eben um den Preis herum, dort hat bisher und dort findet der meiste Umsatz statt. Deshalb ist es ja auch der sogenannte Point of Control im Tagesgeschäft gesehen. Wenn du jetzt über den Tag hinausgehst, wie bei allen anderen Werten auch mache, also länger als einen Tag, dann reden wir über einen Durchschnittspreis. Ja? Hier ist es der sogenannte Point of Control. So, und schau mal, wo sind jetzt einfach die größten Chancen gewesen? Jetzt im Nachgang natürlich betrachtet, das gilt von da in die Zukunft auch. Immer dann, wenn du aus dem unfairen Preisbereich zurückgehst zum fairen Preis. Ja? Aus dem unfairen zurück zum fairen Preis. Und genau die Situation suche ich. Wenn ich die nicht habe, dann mache ich das auch nicht. Es gibt eine einzige Option, und zwar, wenn ich einen Trend habe, ja, wie hier zum Beispiel, wenn ich hier einen Trend habe und die Korrektur gemäß dem Regelwerk, das ich halte, am Point of Control hier anhält und ich dann ausgehen kann, dass sich von dort aus der Trend wieder fortsetzt. Ja, das kann ich machen. Ansonsten suche ich mir nur Gelegenheiten, wo ich aus dem teuren oder dem billigen Preis zurückgehe zu meinem Durchschnittspreis oder zum fairen Preis. So, und das ist der Punkt, wo ich sage, dort handle ich dann letztendlich nicht, wenn mir der Markt sagt, du pass auf, wir sind mit dem Preis zufrieden, es ist in Ordnung. Ja, wir handeln dort pari, wir sind alle glücklich mit dem Preis, er ist nicht zu teuer, er ist nicht zu billig, er ist genau fair, ja. Dann sinken dort meine Wahrscheinlichkeiten auf einen guten Trade. Ja, ganz, 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 ganz wichtig. So, aber das ist auch nur mein Handelsansatz. Nur es entspricht auch der Logik des Preises. Ja, denn dort, wo der Preis am fairsten ist, ja, da wird auch sehr, sehr oft gehandelt. Wenn er teuer ist, will ihn keiner mehr. Und wenn er billig ist, will ihn jeder haben. Ja, also dann geht er auch wieder hoch, dann ist die Nachfrage größer. Ja, und Bernhard, es liegt nicht an mir, sondern es liegt scheinbar dann an dir.
wenn der Ton mal weg ist. Und auch hier wieder dann zurück. So, und das Verständnis muss ich letztendlich dann haben. Und das kann ich dann hier genauso machen. Siehst du, wenn wir jetzt nochmal zum DAO hier zurückgehen, ja, wenn wir hier wieder zum DAO zurückgehen, dann siehst du, ne, das Signal kommt zwar, aber er kommt nicht vom Fleck. Ja, warum nicht? Weil wir mitten in der fairen Preiszone sind. Weil wir in absoluter Nähe hier zum fairen Preis aktuell sind. Ja, man sieht es ja hier auch nochmal im hier, ne, siehst du, das sind ja in der Nähe des aktuellen fairen Preises, wenn ich jetzt auf 1040 Perioden gehe. So, und da kommt eine Frage rein. Kann der Point of Control im M1 auch wirklich ob oder unten sein? Wenn das Setup in der Mitte ist, kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Ja, natürlich, René, klar. Denk doch immer bitte daran, es ist ein Preis. Und gerade in den Future-Kontrakten geht es ja letztendlich tatsächlich um die Kontrakte, die dort gehandelt werden. Ja, wir gehen jetzt hier nochmal auf den DAX und wir gehen ja ins Orderbuch. Ja, und von daher gesehen handelst du ja den Preis eines Kontraktes. Und es gibt immer einen fairen, also einen sogenannten Point of Control, im Future vor allem dann im Tagesgeschäft gesehen, wo der meiste Umsatz stattgefunden hat. Und überall, wo du ins Orderbuch reinschauen kannst, außer im Forex-Markt, ja, hast du einen Point of Control. Und dort hat der höchste Umsatz stattgefunden, ne? 463 Stück hier bei 12.445 Punkten. Und das ist der sogenannte Point of Control. Und um diesen sogenannten Point of Control bewegen sich 70% des Hauptumsatzes. Und alles, was darüber hinaus ist, grün, ist oben zu teuer vom Preis und unten zu billig. Hat mit der Kerzenanzahl erstmal gar nichts zu tun, sondern wir gucken jetzt hier zum Beispiel auf den Tagesumsatz, ja. Und dann hast du hier einfach diesen sogenannten Point of Control und du hast außerhalb dessen deine unfaire Preiszone. Du siehst es ja hier auch wieder, ne? Aus dem unteren Gefilden immer wieder zurück zum fairen Preis. Aus den oberen Gefilden auch wieder zurück. Was ich hier mache, in den höheren Zeiteinheiten zum Beispiel, ja, hier zum Beispiel, ja, haben wir jetzt 1440 Perioden, dort reden wir über einen Durchschnittswert bezogen, jetzt bei 1440 Perioden. Alles, was unterm Tag ist, nutze ich 1440, tags sind 660 Perioden, sind Fibonacci-Zahlen, nutze ich einen sogenannten Durchschnittspreis. Und wir müssen uns davon verabschieden, ihr Lieben, und das ist die Message da dahinter, wir müssen uns davon verabschieden, ja, dass du den DAX handelst oder den Dow Jones. Es stimmt einfach nicht. Das steht nur da drüber. Und das ist genau der Fehler, den ich ja auch jahrelang gemacht habe und den bis heute die meisten privaten Trader machen, die sich nie ernsthaft mit diesem Thema beschäftigt haben. Sie schauen immer nur auf das, was da drüber steht und bilden sich aufgrund dessen eine Meinung. Ja? So, was würdest du denn für eine Meinung haben, wenn hier kein Preis oder wenn hier nichts stehen würde, wenn hier kein Name drüber steht, wenn hier keine Zeiteinheit wäre, dann würdest du keine Meinung haben. Da seht ihr, wie wir Menschen gepolt sind, weil wir einen Namen sehen und bilden uns automatisch eine Meinung. Oh, der ist zu teuer. Oh, der ist billig. Oh, der ist schon so weit gelaufen. Und dieses und jenes. Wenn du Trading ernsthaft betreiben möchtest, langfristig wohlgemerkt, musst du dich zwangsläufig wirklich davon lösen. Denn du handelst immer am rechten Rand des Charts einen Preis. Und Preise sind entweder teuer, billig oder einfach in Ordnung, fair bewertet. Und Preise haben die Angewohnheit, entweder durch ein massives Angebot im Sonderangebotspreis zu sein oder durch wenig Angebot, weil sie außerhalb der Saison sind. Ähnlich, wenn du einen Spargel kaufen gehst, du hast nicht das ganze Jahr Spargelsaison, dann ist der Preis einfach für eine gewisse Zeit lang zu teuer. Würdest du im Jahr das Mittelnetto nehmen, kommst du auf einen sogenannten Durchschnittspreis. Ja? Und Preise wandern aus ihrer Natur heraus immer wieder aus unfair zu fair zurück. Und es bringt uns ja nichts, wenn wir uns eine Meinung zum Chart bilden. Der Markt weiß doch gar nicht, dass wir existieren. Alexander Elder hat es so schön geschrieben, ein berühmter Trader aus Amerika. Der Markt weiß doch gar nicht, dass du existierst. Ja? Nicht mal dein Nachbar weiß, dass du tradest, wenn du es nicht ihm erzählt hast. Also warum solltest du dir dann, also woher würden wir uns das Recht dann nehmen, uns eine Meinung zum Markt zu bilden?
Du kannst ja mit Meinungen kein Geld verdienen. Dann bleibst du dem Zufall unterworfen auf lange Frist. Mal trifft deine Meinung, mal trifft sie nicht. Du weißt nicht, wie es rechts am Rand weitergeht. Also wer von euch mir jetzt sagen kann, wo der Kurs in einer Stunde steht, ja, dem gebe ich mein komplettes Konto. Der darf ab sofort alles machen, was alles haben, mein ganzes Geld haben, allzu viel habe ich nicht. Aber wenn du mir sagen kannst, mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, mit hundertprozentiger Garantie, wo der Kurs in 5 Minuten steht oder in 10 oder in einer Stunde oder morgen steht, dann mach damit Werbung, dann kriegst du alles Geld dieser Welt. Wenn du das nicht kannst, also wir reden von 100% Garantie, all in, ja, wenn du das nicht kannst, dann hast du keine Chance mit deiner Meinung. Dann hast du nur eine Chance, nämlich mit Strategien zu arbeiten. Es ist auch egal, welche. Du kannst auch mit einer Strategie arbeiten, wo meinetwegen der 50er die 200er kreuzt. Keine Ahnung. Ja, es gibt ja aber witzig viele Strategien, mit denen man im Markt arbeiten kann. Ist vollkommen egal. Ja, du kannst backtesten, dann kommt was Positives dabei raus. Nur du kriegst halt einfach keine 100% Garantie. Es gibt kein Trading Setup, das mit 100% Wahrscheinlichkeit, aber es gibt es nicht, sonst gäbe es keine Börse. Ihr Lieben, denkt euch das bitte doch einfach mal in Ruhe durch. Ja, seid mir bitte böse, ich muss kurz. Sofort. So. Und wenn du das nicht weißt, ihr Lieben, musst du mit Strategien arbeiten. Und Strategien, die für dich, die du gebacktestet, die zu dir passen. Also nur weil eine Strategie für mich passt als Markus Gabel, muss sie für den Lars nicht passen. Oder für den Alexander oder für Murat muss nicht passen. Eine Strategie muss zu dir passen. Jeder Mensch ist individuell. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig, ihr Lieben, was ich euch wirklich mitgeben möchte. Du weißt nicht, wie es rechts weitergeht. Du weißt es nicht. Du kannst es mit Strategien erarbeiten und Wahrscheinlichkeiten auf deine Seite bringen. Ja, aber am Ende des Tages, wenn du drauf gedrückt hast, ja, kannst du rein gar nichts mehr dafür tun, dass dein Trade ins Plus geht. Du kannst schreien, du kannst heulen, du kannst weinen, du kannst fluchen. Ja, du kannst die Maus gegen die Wand schleudern, du kannst die Tastatur zum Fenster rausschmeißen, du kannst deine Kinder anbrüllen, du kannst deine Frau prügeln, was auch immer. Du kannst nichts dafür tun, dass dein Trade, nachdem du auf den Knopf gedrückt hast, ins Plus geht. Du kannst ihn beenden, ja, das war es dann aber auch schon. Aber mehr kannst du letztendlich wirklich nicht machen. Und deshalb bitte akzeptiere dieses Unausweichliche, dass du rechts am Bildschirmrand ausschließlich mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten kannst. So, und deswegen habe ich mir irgendwann dank meiner Mentoren, die mir denn die Wolken weggemacht haben, dass ich den klaren Himmel wieder sehen kann. Und mit Wolken meine ich all dieses ganze Gedöns mit Indikatoren und was weiß ich, die man als Meinungsmache, dann den klaren Himmel sehen kannst. Dann habe ich plötzlich festgestellt, es sind nur zwei Dinge, die im Trading funktionieren. Ja? Trend und Preis. Was anderes gibt es ja nicht. Ne? Jeder Indikator beruht auf dem Preis, den du ohnehin selber schon sehen kannst, rechts am Rand. Also für was brauche ich da noch einen Indikator? Ich habe auch einen Indikator, ja. Ich nutze zwei. Einmal dieses Marktpreisprofil oder Volumenindikator und den MACD. Den MACD nutze ich, um ab und zu Divergenzen herauszufiltern, ja, damit ich sehen kann, ob der Preis schwach wird oder nicht schwach wird. Aber ansonsten, ich brauche keine gleitenden Durchschnitte, kein gar nichts. Warum nicht? Weil alles im Chart sichtbar ist. Ich handle ja den Preis. Ich handle ja nicht Dow, ich handle den Preis. Ja. Und von da gesehen ist es dann auch nicht mehr schwierig. So. Jetzt sind wir hier im DAO. So, schön zu sehen. Guck mal. Herrlich, oder? Auch wenn ich es jetzt nicht gemacht habe, aber es ist ein schöner Beleg dafür, dass wieder eine Trendfortsetzung. Schau mal, haben wir nicht gesagt? Rot zu rot. Ja, und ist doch jetzt wieder schön zu sehen. Ja, schau mal her. Aber sowas vom Punkt genau. Ja, das ist das DAO HAU FIBO Pro Add-on. Ja, auch wenn ich es jetzt nicht gemacht habe, es geht um Wahrscheinlichkeiten. Fakt ist, es funktioniert öfter, als dass es nicht tut. Und das wäre im Prinzip jetzt unser erster positiver Trade schon gewesen. Warum? Nicht, weil ich mir eine Meinung gebildet habe. Mir ist es vollkommen egal, was da drüber steht. Es steht halt jetzt Wall Street drüber. Es ist doch vollkommen egal. Ja, letztendlich handelst du den Preis. Und Millionen von Menschen rund um den Erdball schauen zu derselben Zeit wie wir
auf diesen Preis. Und jeder Mensch hat eine ganz eigene Wahrnehmung. Eine Sekunde bitte. Hier wird es langsam warm hier drin. Ja, chirurgische Präzision, Lars, ja. Also ich bin schon froh dafür, ne? Aber wie gesagt, das ist ja nicht auf meine Mist gewachsen, das ist ja Charles Dow. Ja, ich habe es jetzt nur mit den, also ich muss schon sagen, die Techniker von WHS, die sind schon grandios. Also die haben meine obstrusen Ideen, die ich da hatte, hier wirklich umgesetzt haben, ist fantastisch hinbekommen, muss ich schon ganz ehrlich sagen, bin echt begeistert. So, natürlich hätte ich an dem Punkt nicht gekauft, ja, also ich hätte hier meinen Trade beendet, ja, aber wie gesagt, nochmal, ich persönlich hätte es jetzt an dieser Stelle nicht gemacht, weil ich mir Chancen suche, die immer hingehen zum fairen Preis, ja, und nicht von dort weglaufen. Wobei in diesem Fall wäre es sogar noch gut gewesen. Warum? Weil die Korrektur hier in der Tat am Point of Control geendet hat. Das habe ich ja gerade eben gesagt. Dass es die einzige Ausnahme ist, wo ich innerhalb dieser fairen Preiszone handle. Wenn eine Korrektur an diesem Point of High, Low oder, man sieht es hier jetzt ein bisschen besser, ich switche immer ein bisschen rum, dass ihr das versteht, warum. Hier kann ich es einfach besser erklären. Oder jetzt hier am DAX sieht man es noch ein bisschen besser. Ja. Wo ich dann sage, wenn hier eine Korrektur hier endet, am Point of Control, ja, und dann wieder mein Signal kommt in Trendrichtung, und dann mache ich das. Und genau das hat jetzt im Dow halt auch funktioniert, ja. Weil hier sehen wir schon in diesem Time, um diesem Profil hier, dass hier vom heutigen Tag, seitdem es halt einfach rechnet, hier der Point of Control war. Und genau dort hat die Korrektur per se geendet. Hier die erste Korrektur hier oben, ja, wo das erste Signal hier kam. So, und dort lasse ich mich unten drunter einstoppen. Und ich bin mit Sicherheit, werden wir heute noch den einen anderen Trade machen. Ich mache jetzt dann auch noch so zwei, drei andere Charts auf und gucke mir das dann bei mir im Achina Trader an und dann handeln wir das natürlich dann auch hier, weil ich möchte euch ja zeigen, wie es auch funktioniert. Aber ja, das war schon mal ein schönes Beispiel dafür. Es hat mit mir nichts zu tun. Ich möchte es nochmal sagen, es hat mit mir rein gar nichts zu tun. Es ist die Natürlichkeit des Börsenhandels. Wir handeln Preise und Preise bewegen sich. Ne? Oliver, ich freue mich für dich, dass es funktioniert hat. Ja? Aber es hat nichts zu bedeuten. Ja? Wir dürfen uns freuen. Lass uns ein Glas erheben drauf. Sagen wir dem Markt Dankeschön. Nicht mir, nicht dir. Sagen wir dem Markt Dankeschön, sagen wir danke, dass wir das erkennen dürfen, was wir hier handeln, Preis und Trends. Schaut, und Preise werden von den Menschen verschiedentlich wahrgenommen. Ne? Ich nehme jetzt mal Beispiel, ich gehe mit dir einkaufen. Ja? So, gehen zum Aldi. So, wir beide gehen da rein und wir gehen zum Gemüse hin, weil wir gesund leben wollen, und zum Obst hin. Ja? Und ich sage, guck mal her, Ilona, hier, heute kosten Erdbeeren 2,99. Das ist doch günstig. Und die Ilona haut mir eine auf den Arm und sagt, sag mal, Markus, hast du noch alle? Ja, die haben letzte Woche 99 Cent gekostet. Spinnst du, ich kaufe doch keine Erdbeeren für 2,49. Ja, versteht ihr? Wir haben beide eine unterschiedliche Wahrnehmung des Preises. Und daher kommen auch Bewegungen, Korrekturen zustande. Das sind die tieferen Ursachen des Tradings. Ja, und du musst Folgendes bitte auch noch verstehen. Dadurch, dass wir Preise handeln, und ich möchte euch da gerne etwas zeigen, wenn du heute ins Orderbuch reinschaust, na, das ist das Orderbuch. So, schau mal, was siehst du rechts im Orderbuch? Ja, was siehst du rechts im Orderbuch? Wenn du ehrlich bist, sagst du, wir können uns leider nicht unterhalten, aber du kannst es gerne reinschreiben. Du siehst drei Spalten, nicht wahr? Drei. Da steht einmal Käufer, Buy, Verkäufer und in der Mitte steht der Preis. Ihr Lieben, mehr steht da nicht. Wisst ihr, nach was ich verzweifelt gesucht habe im Orderbuch? Ich habe nach einer Spalte gesucht, wo ich meinen Namen reinschreiben kann. Und ich habe früher meinen Mentor gefragt, sag mal, wo ist denn die Spalte, wo ich mein Warum schreibe? Ich musste reinschreiben, dass ich jetzt wegen einem kleinen Durchschnitt long oder short gegangen bin. Da hat er gesagt, ich glaube, dass du nicht mehr ganz knack da oben bist, wa?
Nee, ihr Lieben, im Orderbuch gibt es genau drei Spalten. Käufer, Verkäufer und Preis. Es gibt keine vierte Spalte, wo du deinen Namen reinschreiben kannst. Es gibt auch keine fünfte Spalte, wo du reinschreiben kannst, warum du jetzt long oder short gehst. Und bis zum heutigen Tag, und jetzt bin ich seit über 17 Jahren im Trading unterwegs, ja, mich hat bis heute noch niemals die Börse Frankfurt angerufen und gesagt, Herr Gabel, wieso wollen Sie denn da jetzt long gehen? Ich weiß nicht, vielleicht hat sie schon mal bei euch angerufen, weiß ich nicht, kann ja sein. Also bei mir noch nicht. Versteht ihr? Nochmal, der Markt interessiert sich nicht für euch. Der weiß nicht, dass ihr existiert. Trading ist ein purer, emotionsloser, völlig unpersönlicher Vorgang. Nicht mehr und nicht weniger. Und wenn du das mal verstehst, wirklich verstehst, da drin verstehst, wenn das hier mal frei ist, Kopf und Herz frei ist, wenn das fließen kann, dann verstehst du auch, dass deine Aufgabe nur noch darin besteht, mit Strategien zu arbeiten und die konsequent einfach umzusetzen. Mehr ist hier definitiv nicht zu wollen. So, natürlich hätte ich hier, um Bernhard deine Frage zu beantworten, nicht gekauft. Warum sollte ich denn da kaufen? Ja, ich habe eine Strategie. Die Strategie heißt, aus der Korrektur in Trendrichtung. Zwei Ziele, entweder Farbe, rot zu rot, blau zu blau, grün zu grün. Ja, oder wenn ich es schaffe, ganz tief in den unfairen Preisbereichen einzusteigen, zurück zu meinem fairen Preis. Ne? Schaut, das ist genau das, was hier, ich habe mal den 4-Stunden-Chart hier offen, schaut mal, was hier auch passiert ist. Das seht ihr jetzt hier im Dow Jones, zum Beispiel im großen Zeitfenster. Ne? Auch hier haben die Dow-Signale zugeschlagen. Ja? Wenn du das jetzt fragst, wo kriege ich denn dieses Ding daher für den Nano Trader, das geht übrigens auch für die Free-Version, habe ich mir sagen lassen. Ja, dann gehst du hier einfach bei WH Self Invest auf den Store und da findest du das Dow-HV-Fibo. Das kannst du einen Monat lang testen für 49 oder kannst es dir auch dann kaufen. Ja, also, wo ist es denn hier? Ja, da ist es. Also Name, Nutzer eingeben. Muss man oben deinen Namen eingeben. Du findest es hier. Da ist ein Video dabei, da ist eine Beschreibung dabei. Aber wenn du heute Nachmittag dabei bist, dann erkläre ich dir das ja hier wirklich ausführlich. Denn dieses Dow-How, wisst ihr, was dieses Add-on machen soll? Es soll dir kein Geld bringen. War nicht meine Intention. Lars, der nächste halbe Bier zahlst du. Es soll dir kein Geld bringen. Weißt du, was das Add-on machen soll? Es soll dir Lebenszeit bringen. Warum? Warum solltest du Zeit, die du mit deinen Kindern, mit deiner Frau oder mit dir selbst verbringen kannst? Warum solltest du die vor dem Computer verbringen? Warum? Wenn es eine technische Möglichkeit gibt, die dir per Bimmelton, per Nachricht, per E-Mail die Meldung gibt, hier, guck mal, jetzt ist eine Situation da. Dann kannst du vom Garten aufstehen, kannst zurückgehen zu deinem Computer, kannst sagen, ach, guck, passt, drück drauf, Ende. Rechts macht der Nano-Trader selber. Was anders soll dieses Add-on nicht machen? Wir leben Lebenszeit. Ne? Unsere Lebenszeit ist leider begrenzt. Ich hätte sie gern auch unendlich, aber diesen Planeten hat leider noch keiner lebend verlassen. Ja, und wir werden es auch nicht tun. Definitiv nicht. Also, das ist der Sinn und Zweck, dass er im weiteren Sinn dir natürlich dann Geld bringt, ist ja auch klar, logischerweise. Aber du siehst hier zum Beispiel, was passiert ist. Ja, schaut mal, der Point of Control war hier oben bei 26 noch irgendwas, 800 glaube ich. Was hat der Dow Jones gemacht? Ja, er ging von dort trendtechnisch weg und ging auch von dort wieder trendtechnisch zurück. Und jetzt pendelt er halt einfach um dieses Gedöns da außen rum. Ja, und deswegen muss ich momentan dort auch nichts machen. Der Dow Jones selber, da seht ihr, ich habe übrigens da eine Long- und eine Position offen. Wisst ihr, seit wann die offen ist? Ich habe es vergessen. Ich glaube, seit ich mache ja dreimal die Woche, mache ich hier für WRS ein Video auf meinem YouTube-Kanal. Kannst du gerne nachgucken. Ja, ich glaube, ich habe die Position aufgemacht am 24. April, ja, bei 10.447. Und ihr werdet es nicht glauben, die Position läuft immer noch. Ja. Warum läuft sie immer noch? Naja, weil mein Ziel noch nicht erreicht worden ist. Ja. Das Ziel ist hier oben der Point of Control oder der Durchschnittspreis. Ne. Also bei länger laufenden, beim Jahr redest du nicht mehr vom Point of Control, das ist eine Bezeichnung, sondern vom Durchschnittspreis. Ja. Der liegt bei 13,230, da liegt er genauso wie beim Future-Preis. Ja? So, und haben wir schon beinahe mal erreicht, da lag er allerdings noch ein bisschen höher. Ja, aber ich habe ja nur meinen Stop nachgezogen.
Und was im Trading halt für den langfristigen Erfolg wirklich entscheidend ist die Tatsache, dass du deinem Plan folgst. Wiederhole es gerne nochmal. Der langfristige Erfolg hängt darin, dass du deinem Plan folgst. So, wann machst du deinen Plan? Währenddem oder vorher? Intelligente Menschen, und das seid ihr natürlich alle, machen einen Plan vorher. Und dann folge ich diesem Plan. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten, wo dieser Trade beendet wird. Oder ich sage drei. Nee, zwei. Entweder ich habe jetzt meinen Stop irgendwann mal nachgezogen. Entweder ich werde ausgestoppt, dann ist es ein Gewinn. Ja? Oder ich laufe in mein Ziel hinein. Und sollte sich in der Zwischenzeit der Point of Control oder der Durchschnittspreis nochmal verändern und beispielsweise er kommt jetzt nochmal ein Stück runter, was ja sein kann, wenn sich der Preis woanders wohlfühlt, wenn dort am meisten gehandelt wird, ja, dann ziehe ich meinen Stop halt noch näher ran, weil dann habe ich auch mein Ziel erreicht. Aber ich habe mir angewöhnt und meine Mentoren würden mich dafür killen und die Finger abhacken, wenn ich es anders machen würde. Ich habe mir angewöhnt, nicht mehr in den Trade einzugreifen. Und glaub mir es, wirklich, ich verspreche es dir, wenn du das lernst, du wirst vom Markt so oft belohnt werden mit mehr Geld, als du dir vorher gedacht hast, als du dir jemals vorstellen kannst. Ja? So, auf wie viele Perioden bezogen liegt der Durchschnittspreis? 1440. Ich wiederhole das gerne nochmal. Alles unter einem Tag. Also alles unterm Tageschart, ne? 4 Stunden bis runter läuft bei mir bei 1440 Perioden. Ist eine Fibonacci-Zahl und hat bei 4 Stunden ein Jahr, bei Stunde, glaube ich, 3 Monate, bei Minute, keine Ahnung. Also es sind immer drei und bei 4 Stunden sind es ein Jahr. Vollkommen ausreichend. Du hast immer einen schönen Durchschnittspreis. Beobachte selber. Du wirst es sehen. Es ist fantastisch. Aber es hat mit mir nichts zu tun. Nochmal. Ich bin nicht der Chosen One. Ich habe nicht den Zauberstab in der Hand. Ja, es ist einfach nur Preis. Weil Charles Dow hat es auch nicht erfunden. Er hat es einfach nur entdeckt. Christoph Kolumbus hat Amerika leider auch entdeckt. Er hat es nicht erfunden, sondern müsste man töten, sondern er hat es auch leider nur entdeckt. Ja, manchmal wäre es uns lieber, er hat es sein lassen, aber es ist halt nun mal so. Ja? Und das ist hier auch kein Wunderwaffe. Es ist nur eine Orientierung aufgrund der Natürlichkeit dessen, was im Markt funktioniert. Und das ist halt nun mal der Preis, ihr Lieben. So. Welchen Preis nimmt man am Tagesanfang? Bernhard, das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Geschichte. Da nimmst du immer den Vortagespreis. Ja? Also wenn jetzt der DAX zum Beispiel anfängt heute, ja, schaut mal, und das ist ganz spannend gewesen auch, war zum Beispiel vorgestern der Fall, wenn der Markt jetzt aufmacht hier heute Morgen um 8 Uhr, dann hat er ja noch keinen fairen Preis, dann hat er noch keinen Point of Control. Dann nimmt man als Orientierung immer den Point of Control des Vortages. Und dort läuft er mit großer Wahrscheinlichkeit auch nämlich dann hin. Ja? Und erst nach einiger Zeit entwickelt sich ja dann ein sogenannter fairer Preis. Und dann läuft er auch immer wieder dorthin zurück. Ja? Also wenn der Markt startet, ist die Orientierung im Großen und Ganzen, nachdem das Gap da ist oder wenn auch keins da ist, immer der faire Preis des Vortages. Ja? Deshalb mache ich auch kein Daytrading, weil mir das einfach zu stressig ist, sondern meine Trades laufen einfach hier in den höheren Zeiten und das ist wunderbar. So, jetzt habe ich hier zum Beispiel einen Eurobund, auch als Beispiel. Auch da, guck mal her, gab es ein schönes Short-Signal. Ja, wunderbar, aus der Korrektur in Richtung Point of Control, hier nicht erreicht, aber Ziel wäre auch hier rot zu rot gewesen und hat es auch erreicht. Hier kommt jetzt ein Long-Signal, schau mal, und zwar blau zu blau. Ja, in dem Fall bis blau oder grün runter korrigierend. Ja, und in der Tat geht es auch hier wieder. Nur auch das würde ich persönlich dort nicht nehmen, weil ich weghandle vom fairen Preis. Ich mache das nicht. Ich handle nicht weg vom fairen Preis. Außer ich bin direkt dort. Nochmal, Ausnahme. Ich bin direkt dort und habe einen Trend. Ja, dann gehe ich dann dorthin. Ja, ansonsten suche ich mir immer Gelegenheit, vom fairen Preis dorthin zu laufen. Ja. Zeige ich das. Wir werden das heute noch ein paar Mal sehen. Ich habe jetzt immer noch einen Blick so auf die Wall Street und auf den, guck mal her, jetzt kommt er wieder zur Richtung fairer Preis zurück. So, jetzt kommen wieder die Dow-Signale. Ja, jetzt würde ich mal sagen, das ist jetzt die dritte Korrektur. Okay,
Ja, nur ganz ehrlich, er ist nicht direkt am fairen Preis. Der faire Preis liegt hier oben. Wo habe ich es denn jetzt hier? Das sind hier ungefähr 25.000 noch irgendwas. Das heißt, er hält vorher irgendwo an. Ja, aber jetzt spielen wir das Spiel einfach mal durch. Es kämen jetzt wieder die Signale und sie wären jetzt zum Beispiel in Richtung Point of Control. Ja, dann kommen hier die Ausgleichssignale, da lässt man sich drunter einstoppen. Ja, und das Ziel ist in dem Fall wiederum rot zu rot. Ja, so, jetzt mache ich es nochmal rein. Rot zu rot. Ziel eigentlich also hier auch wieder auf, Entschuldigung, hier unten auf blau. Ja, so, und der Stop-Loss dann logischerweise immer über dem letzten gültigen Punkt 3. Entweder für diejenigen, die ihr Geldmanagement im Griff haben, ja, dann über dem richtigen Punkt 3, eine Möglichkeit. Wenn du sagst, ich bin da ein bisschen pillinger, ja, dann setzt du ihn über das letzte Hoch dann drüber. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ja. Es hat was mit dem Geld, mit dem Geldmanagement zu tun. So, X- und Y-Linie anklicken, Fadenkreuz. X und gute Frage, wo ist X? Lars, ich bin hoffnungslos überfordert, waagerecht. Neben der Zeit. Ich bin jetzt gerade überfordert. Ist aber nicht so schlimm unter Seitenmanager. Ah. Das hier, der Button unterhalb, automatisch skalieren, unterhalb, unterhalb, ah, jetzt. Jetzt. Ah, du bist meine Rettung des heutigen Tages. Gebe ich dir definitiv ein Aus beim nächsten Mal. Also, Point of Control liegt bei 25.606. Ja, siehst du? Und deshalb würde ich das dort nicht machen, weil ich jetzt drin hier drin bin. Ne? Das erste Signal, was da kam, seht ihr, das war direkt am Point of Control hier oben. Und jetzt ist er übrigens auch ein bisschen geswitcht, siehst du? Jetzt ist der Point of Control hier unten drunter. Jetzt ist er gewandert, klar, weil dort jetzt das meiste Volumen stattfindet. Ja, okay. Gut, jetzt versuche ich mal, jetzt schauen wir mal, und ob der DAX, ob wir da irgendwas bekommen, was wir machen können. Hier haben wir aktuell den Point of Control. Dann kann ich es jetzt auch machen. Jetzt weiß ich ja, wie es geht. Glauben Sie, ich suche seit gefühlten einem Jahr, suche ich dieses Fadenkreuz. Wahnsinn, Hammer. Ich liebe diesen Tag jetzt schon. Haut den Vogel weg. Also heute liegt der Point of Control. Christian, ich komme gleich dazu. Ich werde alle eure Fragen beantworten. Ich versuche nur immer einen Gedanken zu Ende zu bringen. Ich bin als Bayer sehr strukturiert. So, 12.275. Ich kontrolliere das mal, ob das auch mit dem Future-Preis heute übereinstimmt. Ja, tatsächlich 12.244 liegt da. Also, ist ein bisschen anders, macht aber nichts. Aber wie gesagt, ich habe jetzt hier ohnehin kein Signal. Momentan befinde ich mich durchaus im fairen Preis. Ja, also, ich werde jetzt noch ein paar andere Charts aufmachen. Ich bin überzeugt, wir kriegen noch das eine oder andere Signal. Aber ich möchte euch vor allem eure Fragen beantworten. Und es geht ja darum, hier Wissen zu vermitteln, mit dem ihr zu Hause dann auch was anfangen könnt. Das ist für mich mal das Allerwichtigste. So, darf ich jetzt mal ganz kurz von oben anfangen, die Frage. So, hier kam, wo nochmal, jetzt muss ich nochmal schauen. Okay, hier kommt Murat, ITM Power. Habe einiges. Soll. Okay, ITM Power. Okay, Murat, woher ist diese Aktie? Das wäre jetzt mal eine Frage. Ich versuche sie mal zu finden. ITM Power. Da habe ich was. L ist es. Ist eine. Ich gucke mal, ob ich da einen Chart dafür bekomme. Ja.
So, Murat, jetzt musst du mir helfen. Ist das die Aktie ITM Power PLC? Ja, wenn ja, dann gib mir bitte mal ein kurzes Feedback, wenn der Murat noch da ist. Ja, wunderbar. Okay, super. Okay, gut. Na, dann haben wir doch mal hier einen ganz interessanten Ansatz hier schon mal. So, kannst du mir noch sagen, Murat, wo du die gekauft hast, bei welchem Preis? Das wäre jetzt für mich der Spannende, weil für mich ist der Preis wichtig, nicht das was, ne? Lass mich raten, du hast sie irgendwo ziemlich weit oben gekauft. Ja. 3,90 Euro. Allmächtiger Herr im Himmel. Okay. Ach so, den Schein oder die Aktie? Weil du hast einen Schein gekauft, ja? Also den Schein habe ich nicht hier, da kann ich dir nicht helfen dabei. Ja, da müsstest du mir mal bitte schnell bei dir selber recherchieren, wo du von der Aktie selber her den gekauft hast. Es sei denn, du hast die Aktie bei 3,90 € gekauft. Ah, die Aktie bei 3,90 €. Okay, das ist echt tief. Okay, bezogen auf die letzten, lass mich schnell schauen, 660 Perioden liegt der Durchschnittspreis bei dieser Aktie bei 32 €, bei 32 Pfund, glaube ich, ist es dann hier, ne? Ja. 32 Pfund. Und du siehst, die ist natürlich heftig. Ich meine, wenn du die bei 3,90 Pfund gekauft hast, dann brauchst du dir mal so gleich gar keine Sorgen machen. Ja? Du solltest natürlich, also ich würde an so einer Stelle zumindest mal nachdenken, mal Gewinne vom Tisch zu nehmen. Ja? Und dann halt zu so schauen, mal irgendwann tiefer nochmal einzusteigen. Oder, ich meine, bei 3,90, das Ding ist dann schon sehr gut gelaufen. Ja. Aber du siehst jetzt hier mal den Trend, guck mal an. A, erste Information. Der Preis ist meilenweit vom Durchschnittspreis entfernt. Das heißt, der ist so weit außerhalb der Saison. Ja, also da ist es kein Wunder, dass der irgendwann mal die ersten anfangen, Geld vom Tisch zu nehmen. Ja. Dann, zweite Information, Murat, der Trend ist natürlich weiterhin intakt, aber auch schon sehr, sehr reif geworden. Ja. Ah, okay, dann guck noch mal, wenn es der falsche Chart ist. Ja. Okay, so, jetzt schauen wir mal hier weiter, die anderen Fragen, die ich noch habe. So, das habe ich, das habe ich, das habe ich. René, deine habe ich soweit beantwortet. Das Volume Profile ist besser im Nano Trader. Okay, das kann ich leider nicht beurteilen. So, René, noch eine andere Frage. Jetzt sieht man gerade den fairen Preis bei 26,140. H4, das aktuelle Fenster. Okay, ich gehe da nochmal zurück. War der faire Preis dort oben auch schon am 14. Mai oder ist der erst seit Mitte Juni entstanden? Ich kann dir sagen, wie er gewandert ist. Ich habe das hier. Zwar habe ich hier dann den Future. Ja, genau. Okay, hier siehst du, René, an der blauen Linie, wie der Preis gewandert ist. Ja, und der Preis ist das letzte Mal markant, hat sich verändert. Ja, vor fast einem Jahr im August. Siehst du, und seitdem blieb im DAU in 4 Stunden der faire Preis, der Durchschnittspreis immer um die 26,3, 4. Und da, wo er bis geblieben ist, bis zum 16. Juni, war bei 26,823. Ja, und guck mal, er ging von dort trendtechnisch, guck mal, Wahnsinn, oder? Trendkorrektur von dort weg. Corona hat dann übrigens dazu beigetragen und von dort auch exakt dort wieder hin. Ja? Also um deine Frage zu beantworten, der war auch am 14. Mai. Am 14. Mai lag der faire Preis hier oben bei 26,806, also noch ein Ticken höher, aber die Richtung auf jeden Fall. Ne? Also auch hier konnte man durchaus unten nochmal einsteigen. Zum fairen Preis zurück. Und genau das ist es, was Trading letztendlich dann ausmacht. So, Oliver, ich habe 58 Punkte im DAO mitgenommen, dann hat es doch funktioniert. Ich freue mich für dich. Auf viele Perioden bezogen, habe ich gesagt. Handelt der WH Self, der DAO hierfür automatisch? Ja, Christian, deine Frage ist beantworten. Der DAO hier im FIBO kannst du mit dem Tool vom NanoTrader auch vollautomatisiert handeln lassen, würde ich nicht machen. Eher außer in den höheren Zeiteinheiten, wo du auch nachschauen kannst, weil für mich hat es immer was mit dem Preis zu tun. Und solange ich im Nano Trader noch nicht
dieses Preisprofil habe, wie ich es im Machina Trader habe, dass ich das auch so programmieren lassen kann, dass es nur unter bestimmten Bedingungen dann auch zum fairen Preis zurückhandelt, würde ich es zwangsläufig nicht unbedingt machen. Also ich mache es nicht. Ich möchte immer noch final am Ende dann beurteilen, ob es dann so ist. Aber es ist aber nur nochmal meine Sache. Ne? Wo stelle ich den fairen Preis bei WAS ein, Stefan? Gar nicht, weil du dieses Marktprofil, was ich hier im Machina Trader habe, hast du so im Nano Trader noch nicht. Da gibt es dieses Time Price Opportunity, aber das gilt immer nur für diesen einen Tag. Ja, und ich hoffe, wenn meine lieben Kollegen, die Techniker Zeit haben, dass sie das dann so programmieren, dass ich dort die Perioden einstellen kann und dann sind wir einen riesigen Schritt weiter. Aber ihr könnt gerne WHS mal zupulvern mit Anfragen, dann machen sie es vielleicht ein bisschen schneller. Da lege ich aber noch nicht meine Hand dafür ins Feuer. So, wie kann die Strategie denn genau nicht auf Daytrading, sondern länger umgesetzt werden? Christian, auch ganz einfach. Schau mal, mache ich hier auch. Ich handle selber nur 4-Stunden-Charts. Ja, ich handle nur selber 4-Stunden-Charts und ich kann es euch ja zeigen, ja, wo ich das dann zum Beispiel gemacht habe. Man sieht es zum Beispiel hier. Schau, Austral-Dollar, US-Dollar, zum Beispiel. Da ist das Preisprofil auch drin. Auch wieder schön zu sehen. Schau mal, da unten eingestiegen, Teilverkauf gemacht, nochmal. Und rauf zum fairen Preis. Also ich mache das genauso hier, wie ich das hier euch auch zeige. Und das kannst du hier auf jeder Periode, ist ja nicht auf Daytrading. Ich mache kein Daytrading, das mache ich jetzt nur für euch, dass man das sehen kann. Aber ich siehst du, ich habe überall nur 4 Stunden eingestellt. Also du kannst es auf jeder Zeiteinheit machen, dann ist es halt auch sehr, sehr angenehm und sehr bequem. Deinen Fallcursor größer zu stellen, Murat, glaube ich, kann ich nicht größer stellen, zumindest weiß ich es nicht. So, dann habe ich jetzt, glaube ich, mal alle fast durch, automatisch. Wo bekommen wir diese Preisinfos nochmal her? Orderbuch gibt es nur für Futures, nicht für CFDs, ist richtig. Wie gesagt, Preisinformation, da musst du beim Nano Trader halt das Orderbuch dazu kaufen. Ich habe ja beim Machina Trader ein bisschen andere Informationen. Und ansonsten nochmal das Marktpreisprofil gibt es in der Form noch nicht. Wir arbeiten dran. Okay, Murat, jetzt zu dir nochmal. Ah, okay, Item Power PLC, WKN. Ja, da bin ich jetzt leider überfragt. Ich gucke nochmal. Ich möchte gerne euch alle zufriedenstellen. ITM Power. Ja, das ist aber schon die PLC. Das hier ist allerdings dann, ja, wie gesagt, du hast wahrscheinlich dann den Schein bei 3,90 € gekauft. Ja, und dazu müsste ich aber wissen, zu welchem Preis dann die Aktie. Also du hast jetzt pass auf, am 3.6.20 um Gottes Willen. Also das ist ja hier die ITM Power. Ne? Habe ich hier PLC, das ist schon die Wasserstoff. Ja. So, das heißt, du hast die am 6. Energieversorger. Ja, da sind wir hier schon bei. Du hast die am 3.6. gekauft. Um Gottes Willen. Du hast die hier oben gekauft. Da war dein Schein wahrscheinlich dann eben bei 2,90 €, ja, aber 3,90 €. Murat, schau dir mal die Aktie an. Schau mal, woher das die kommt. Kannst du mir einen vernünftigen Grund nennen, warum du die da gekauft hast? Gibt es dafür einen bestimmten Grund oder hast du es irgendwo gelesen? Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass Murat so offen ist. Und mir das hier auch so macht, dass ich das hier auch besprechen kann. Aber das ist jetzt ein ganz klassisches Beispiel. Ich weiß nicht, welche Begründung das Murat hatte, diese Aktie hier oben zu kaufen. Ich meine, ich dachte, die steigt wegen Nachrichten etc. Okay, das ist offen und ehrlich und das ist leider genauso, wie es alle anderen auch machen. Übrigens auch, wie es ich früher gemacht habe. Und das ist auch der Grund, warum die Leute die Wirecard gekauft haben bei 100, bei 86 und guck mal, sie steht bei 1,58, ja. Warum die Leute die gekauft haben? Weil sie dachten, sie steigt wieder. Na, aber ich kann jetzt hier nochmal eines dazu sagen und ich bitte,
wirklich ernsthaft, wenn ihr aus dieser heutigen Session nachmittags nichts mitnehmt, bitte diese eine wichtige Information. Der Markt weiß nicht, dass du existierst. Der interessiert sich nicht dafür, was du denkst, was du glaubst, was du meinst, was du fühlst, was du willst. Wirklich nicht. Du kannst an der Börse nur Geld verdienen, indem du dich an duplizierbare Strategien hältst und die immer und immer und immer wieder durchführst. Bitte nimm das einfach als Information mit. Und hier oben zu kaufen, hast fast am Höchstpreis gekauft, würde ich mal sagen. Und dass die einfach jetzt fällt, liegt in der Natur der Sache, ihr Lieben. Warum? Ganz einfach. Ja, deshalb, ich kann dir nicht sagen, was du tun musst. Ja. Ich sage nur allen, die bei mir in die Begleitung gehen, in meinen Service kommen, solche Sachen hau raus. Das kann letztendlich nur im Desaster enden. Du weißt nicht, was da noch passiert. Schau, und ich sag's dir nicht. Ich sag dir sicher nicht, verkauf sie oder lachel sie, weil wenn ich sage verkaufen, dann steht sie morgen bei 400. Ich weiß es nicht. Aber wenn ich jetzt von strategischen vom Preis ausgehe, habe ich zwei Informationen. A, Preis ist maximal im teuren Preis. Maximal. Der Durchschnittspreis liegt bei 32 Pfund. Ja, und das sieht auch vom Profil her nichts im weiteren Bereich aus, das dem Preis gefährlich werden könnte. Ja. Und die zweite Information ist der Trend, ihr Lieben. Der Trend ist A, kurzfristig runtergelaufen, ja, oder ist abwärts gerichtet. Und der mittlere Trend ist maximal reif und kommt einfach jetzt zurück. Ja. Und deshalb war es meines Erachtens nach die Aktie vielleicht nicht falsch zu kaufen, aber nicht als Trade, sondern als Investment. Und Wasserstoff langfristig über viele Jahre vielleicht schon, aber dann finde ich, ist der Einstiegszeitpunkt meines Erachtens nach trotzdem sehr ungünstig gelaufen. Ja. Also ich würde sowas auf jeden Fall auf der Watchlist haben, aber da würde ich mir dann einen Einstieg suchen, vielleicht unten bei 148. Ja, oder vielleicht dann noch tiefer. Ja. Aber ja, wie gesagt, das ist im Prinzip, warum ich keine Aktien handle, ne? Weil einfach zu viel Unwägbarkeiten drin sind. Wenn, dann investieren. Aber auch da habe ich immer Blick auf den Chart und gucke, wo macht es denn Sinn? Aus Preissicht und aus Trendsicht. Und wenn du da deine Investments machst, bist du einen ganzen Ticken auf jeden Fall besser dran. So, jetzt könntest du nochmal, Stefan, dürfen wir heute Nachmittag, Entschuldigung, ich mache das jetzt automatisch, dürfen wir heute Nachmittag ein bisschen per Du sein, da tue ich mich ein bisschen leichter. Wenn das Webinar zu Ende ist, wir treffen uns auf einer Messe, können wir immer noch entscheiden, ob wir per Du oder wieder zum Sie übergehen. Aber danke, Stefan, ich mache das mal. Könntest du nochmal ein konkretes Beispiel zeigen, wo wir genau einsteigen, wie weit wir ab dort laufen lassen sollten? Das versuchen, das machen wir jetzt auch. Und zwar, ja, es gab es hier zum Beispiel, das ist jetzt hier ein Minuten-Chart nochmal. Ich handle jetzt nicht zwangsläufig in der fairen Preiszone. Ja. So, jetzt gab es aber hier wieder ein schönes Signal. Das hat jetzt auch ungefähr tatsächlich, Lars, kann man diesen Cursor auch von der Farbe noch ein bisschen anders einstellen? Geht es? Das kann der etwas größer werden oder heftiger werden, dicker werden? Ich weiß es nicht. Gibt es da auch einen Button dazu, wo man das einstellen kann? Ich glaube nicht, ne? Nein, geht nicht. Okay, super. Dann weiß ich da schon mal Bescheid. So, also fairer Preis oder Point of Control hier jetzt nach diesem. Hier oben liegt aber trotzdem zu hoch. Ne? Also das Ganze. So, aber um deine Frage jetzt einzustellen oder zu sagen, Stefan, das dauert FIBO heißt nach rein, raus, Mickey Maus im Prinzip. Das heißt, wenn das Signal kommt, dann ist es ja immer mit einer Ausgleichskerze. Respektive, wenn du nicht mit Häkchen Asche arbeitest, dann geht es nach Dojis. Respektive bullish, bearish, engulfings, ja, dann bringt es dir Signal. Aber ich würde empfehlen, mit Häkchen Asche zu arbeiten. Ja. So, das heißt, der Einstieg erfolgt bitte immer unterhalb der Ausgleichskerze. Immer unterhalb. Ja. Immer einstoppen lassen. Ja. Und dann liegt das Ziel, ja, wenn du weghandelst vom fairen Preis, dann würde ich als Ziel tatsächlich rein, raus, Mickey Maus spielen. Also, wie weit hat er korrigiert? Bis rot, 50%. Also liegt das Ziel auch immer bei rot unten, immer 61. Ja? Dort liegt das Ziel. Ja? Dort würde ich auch dann mein Target setzen.
guck mal, dann bist du ziemlich außerhalb der fairen Preiszone dann schon. Ja? So, und so rein, raus, Mickey Maus. Je höher die Korrektur geht, ja, blau zu blau, grün zu grün und schwarz zu schwarz. Wobei bei einer 100% Korrektur, Geheimtipp, würde ich es nicht mehr machen. Ist mir dann zu heiß. Ja. Also die gesündesten Korrekturen enden tatsächlich an der 61er Fibonacci-Marke. 61, ne, goldener Schnitt, Bauchnabel, egal ob du so dick bist wie ich oder schlank bist, ja, der liegt immer bei 61,8 gemessen an deiner Körpergröße. Ist fantastisch. Immer. Ja. Deshalb liebe ich auch entsprechend Fibonacci. So, also. So, Stefan, habe ich deine Frage damit beantwortet? Das ist allerdings der Punkt. Ich mache das jetzt auch ein bisschen anders. Du siehst es zum Beispiel hier bei meinem langlaufenden DAX. Ja, ich bin ja hier außerhalb der fairen Preiszone eingestiegen. Ja, und mein Ziel nach rein, raus, Mickey Maus, ja, also rot zu rot, wäre schon lange erreicht worden. Das wäre schon erreicht worden ungefähr bei hier irgendwo. Ach Lars, ich bin dir so dankbar, dass ich diesen Cursor jetzt hier habe. So, der wäre schon lange erreicht worden. Nur weißt du, wenn ich außerhalb der fairen Preiszone komme, dann weiß ich ja, dass ich ja den Preis handle. Und dann weiß ich ja, dass der Preis in der Regel zu seinem Durchschnittspreis zurücklaufen wird. Und deshalb habe ich dann dort immer mein finales Ziel. Ja? Das habe ich auch bei all meinen anderen laufenden Trades, die ich hier habe, ja, zum Beispiel hier, ich sage jetzt mal Euro-US-Dollar. Ach, den habe ich übrigens ja auch hier laufen. Stimmt, ja. Den habe ich ja auch hier laufen. Seht ihr unten, ist momentan noch ein bisschen im Minus, Euro-Dollar. Ja, auch da, ja, hier waren meine Signale, da bin ich eingestiegen, der Stop-Loss liegt da drüber und mein Ziel ist auf jeden Fall der Point of Control, der liegt bei 1,1086, ja. Da kommen jetzt nochmal DAO-Signale, auch auf 4 Stunden, ja, und er kämpft momentan da. Also das ist das Ziel, da mache ich dann nicht rein, raus, Mickey Maus, obwohl in dem Fall wäre es sogar fast identisch, ja, sondern da ist dann immer für mich dann das Ziel liegt dann immer hier am Point of Control. Jetzt zum Beispiel US-Dollar, Schweizer Franken, ja, unten ganz tief im unfairen Preisbereich eingestiegen, nach einer abgebrochenen Bewegung. Ziel liegt jetzt hier dann bei meinem beim Durchschnittspreis. Ne? So handle ich, das muss jeder für sich selber dann auch ein bisschen entscheiden. So, der Markt hat offen, Wall Street hat aufgemacht und jetzt gucken wir mal. Ja, herrlich, schau mal her. Also wenn er jetzt nochmal greift hier unten, ne, rot zu rot, haben wir ja gesagt, ja, dann haben wir schon den zweiten Volltreffer. Aber wie gesagt, ich sage nochmal, wir traden hier weg vom fairen Preis. Ja? Das ist ein bisschen tricky, jetzt gucken wir mal. Den Future, den haben wir hier. Ich brauche hier gerade mal ein bisschen anders. Sekunde. Da ist es. Jo. Okay. Jetzt sind 28, das war 8,1. Schon der gewesen sein hier. Schauen wir mal. Der läuft nicht. Sekunde, ich habe es gleich. So schnell den richtigen Future-Kontrakt einstellen. So, also. Mal hier. Okay, also der Markt hat jetzt aufgemacht. Ja, und jetzt hat er natürlich logischerweise noch nicht wirklich, ja, jetzt baut er hier den fairen Preis auf aktuell, aber als Orientierung gilt noch immer der faire Preis von gestern und der liegt ein bisschen tiefer, aber den hat er schon abgearbeitet. Siehst du, wir bewegen uns am fairen Preis von gestern. Ja? So, von daher gesehen, Oliver,
lass dich bitte nicht jetzt verführen, der Dow geht runter. Es ist vollkommen uninteressant. Ich habe so früher auch gehandelt. Ja. Ich habe mich beeinflussen lassen, weil da Dow steht. Ich kann dir nur aus eigener Erfahrung sagen, weil ich möchte, dass jeder erfolgreich wird im Trading. Ja. Bitte bilde dir keine Meinung zu einem Markt. Versuchen hilft nicht. Du musst es einfach tun, Oliver. Handel die Strategie. Unabhängig davon, ob das rauf oder runter geht, es spielt keine Rolle. Ja? Ich kann dir auch nicht sagen, handel weiter short. Ich kann dir nur sagen, noch im Moment greift das Regelwerk. Ja? Das heißt, wir haben unsere Signale gehabt. Ja? Eventuell greifen wir jetzt auch tatsächlich gleich unser Ziel. Das wäre ja hier unten gewesen. Fast haben wir schon erreicht. Ja? Und ich handle aber immer noch weg vom fairen Preis. Das muss ich jetzt wissen. Das heißt, in dem Fall würde ich wirklich dort mein Ziel wegnehmen. Ja, und dann bin ich raus aus der Nummer. Was ist denn das Ziel von einem Trade? Das Ziel von einem Trade ist doch in der Tat, dass wir damit Geld verdienen wollen. Somit, womit verdienen wir Geld? Nur mit Strategien, nicht mit Meinungen. Ich kann dir nur meine Erfahrung mitgeben. Ja? Ich habe mich da früher auch sehr oft beeinflussen lassen. Oh, der Dow geht runter. Und bitte vergiss eines nicht, Leben, das ist Minutenchart. Der hat doch keine Aussagekraft. Ja? Wenn du dir jetzt den 4-Stunden-Chart dazu anschaust, ja, da siehst du nicht mal, dass er sich bewegt. Ja? Aber schau, du schreibst es auch, du glaubst, er geht weiter runter. Der Markt weiß nicht, dass du existierst, Oliver. Der interessiert sich nicht dafür, was du glaubst. Mit deinem Glaube, ja, können wir beide gerne glauben, was nach diesem Leben kommt oder wo wir herkommen. Ja? Aber der Markt interessiert sich nicht für das, was wir glauben. Das heißt, wir dürfen im Trading nur mit Strategien arbeiten, von denen wir wissen, sie funktionieren häufiger in der Summe, als dass sie nicht funktionieren. Was wir glauben oder nicht, spielt unterm Strich keine Rolle. Fakt ist auf jeden Fall, im Moment, ja, hat auch dieses Signal jetzt zum zweiten Mal tatsächlich sein Ziel hier unten fast erreicht. Ich glaube, es lag bei 5 irgendwas, keine Ahnung, ja. Von da gesehen würde ich sagen, ja, Ziel auf jeden Fall wieder erreicht und jetzt ist es egal. Ja? Jetzt würde ich auf jeden Fall mir dann wieder ein neues Einstiegssignal suchen. Aber wenn es geht, immer wieder zum vollen Preis. Ich mache jetzt mal noch, halt, Moment mal, da war vorhin noch eine Frage von einer Aktie. Nicht, dass ich es vergesse. Ah, hier, Christian, du warst es, ne? MTU Aero Engines, ne? Jetzt gucken wir mal, ob der Dow dann sein Ziel erreicht und dann urteilen wir nochmal und dann suchen wir uns ein neues Einstiegssignal. MTU Aero Engines. MTU Aero Engines. Ja. Habe ich hier. Ist eine amerikanische Aktie, Christian, oder? Nehme ich mal an. Alles klar, okay, dann habe ich die hier. Jawohl, ist eine, müsste sein. Kann es sein, Christian, der Preis 85,83? Haben wir da beide den gleichen Preis aktuell? Dass wir es mal kurz sehen können, dass ich hier das gleiche Bild habe wie du. Dann sollte es auf jeden Fall so sein. Ja, okay. Hoffe ich doch. War ich jetzt zu schnell? So, also meins ist auf jeden Fall... Das bei 150 sein. Okay, also ich sehe sie bei 85. Ich gucke aber jetzt nochmal, ob es noch eine andere MTU gibt. Vielleicht gibt es ja noch eine andere MTU. Schauen wir mal, MTU. Schauen wir mal, MTU Engines. Okay, kommen wir gleich drauf. Das ist eine AG. Okay, MTU. Ah, hier, MTU. Aero Engines. Ah ja, DE. Da müsste die hier sein. Ja, da, 152,25. Da haben wir sie doch.
So, jo, also, meine Einschätzung, ich sehe zwei Dinge, Trend und Preis. Für mich aktuell am fairen, am Durchschnittspreis angekommen, bezogen auf das letzte Jahr. Durchschnittspreis liegt bei 161,60. Ich kann allerdings auch sehen, dass diese Zone, faire Preiszone, dass da die Preise sehr gut gestaffelt sind. Der faire Preis war schon mal bei 189. Ja, und da liegt auch noch eine, unten bei 150 liegt noch ein guter Preis, noch ein bisschen tiefer bei 134. Also für mich ist der Preis dieser Aktie momentan fair bewertet, also zumindest nach diesem, nach meiner Meinung. Und ein Trend, muss ich ehrlich sagen, ist es eher ein Abwärtstrend als ein Aufwärtstrend. Also ist ein bisschen tricky, würde ich persönlich so nicht handeln. Ja, würde ich persönlich so nicht handeln. Einsteigen würde ich da auch nicht. Kommt darauf an, wo man sie gekauft hat oder verkauft hat, weiß ich nicht. Wenn man sagt, ist sowas wieder ein, ist sowas ein Kauf, da würde ich sagen, naja, zwei Dinge müssen passieren. Entweder das Ding fällt runter hier auf diese Unterstützung irgendwie in den unfairen Preis, also im Sonderangebot, dann kann man sie kaufen. Ja, ansonsten, wenn sich hier vielleicht sogar, naja, untergeordnet vielleicht sogar ein Trend aufbaut, ja, sowas hier in der Richtung zum Beispiel. Ja, und hier nochmal zurückkommt, ich sage mal hier so nach Regelwerk dann zu handeln, ja, vielleicht so auf die 61 hier bei 135 ungefähr, ja, dann wäre das irgendwas. Aber so für mich jetzt nicht. Das wäre jetzt meine Meinung zu MTU, Christian. So, Oliver sagt, der Dow fällt. Na, guck her, zweites Ziel erreicht. So, also das ist jetzt hier einfach nur ein Beleg dafür auf zwei Dinge. Ja, nicht der Dow ist jetzt gefallen, sondern zwei Dinge sind passiert. Der Trend hat sich fortgesetzt und wir gehen deutlich jetzt in den unfairen Preisbereich zurück, ne? So, also beide Signale sind jetzt in dem Moment aufgegangen. So, und jetzt sind wir hier unten in dem langsam im unfairen Preisbereich. Ich muss das mal ein bisschen hier checken. Ja, wir gehen hier deutlich jetzt in den unfairen Preisbereich hier runter. Ja, und da würde ich mir natürlich dann nur ausschließlich jetzt dann als nächstes einen Long-Einstieg suchen. Ja, Trend ist jetzt relativ rasch schon geworden, sieht man hier schon. Und da würde ich mal schauen, ob ich nicht doch noch dann, also wir sehen hier ganz unten, ja, kommen wir tief unten jetzt runter, ja, in die unteren Zonen. Aber im Prinzip sind wir nur irgendwo angekommen am fairen Preis gestern, ja, in dieser Handelssession. So. Gut, also jetzt gucken wir mal da rein und schauen mal, ob er uns irgendwann vielleicht dann ein Long-Signal bietet. Also, zweites Ziel abgearbeitet, würde ich sagen, das erste hier, das zweite da. Und da wir weghandeln vom fairen Preis, habe ich praktisch mit dem fairen Preis kein Ziel als solches. Also handle ich hier mit rein, raus, Mickey Maus, rot zu rot, blau zu blau, grün zu grün. So, was macht der DAX? Ähnlich natürlich, guck mal her, auch da fehlt es noch ein bisschen bis zu unserem Ziel. Da unten, das habe ich ja markiert. Und Signale sind aber auch da. Und jetzt mache ich mal noch einen anderen Chart auf. Ich gucke jetzt mal, ob ich noch ein bisschen Euro-Dollar. Euro. US-Dollar aufmachen kann. Da ist es. Ah, okay, das ist der. Neuen aufmachen kann. Jo, da ist er. So, machen wir auch eine Minute hier. Ashi. Dann mein Dauhau rein. Okay, so, dann machen wir noch den letzten Trend hier mit rein. Stellst du hier ein. Und dann haben wir alle Signale auch da im Chart. So, jetzt schauen wir mal. Okay.
Visualisierung, da kann man die Linien etwas dicker stellen. Für diejenigen, die das ein bisschen dicker brauchen, ich bin ja auch ein bisschen dicker, da nehme ich dann auch die etwas dickeren Linien hier. So. Okay, so. Das heißt, jetzt habe ich hier im Euro-Dollar, habe ich aktuell keinen Trend. Ja? Der Aufwärtstrend hat sich hier nicht fortgesetzt. Also muss ich momentan hier auch nichts machen. Für mich ist immer wichtig Trend. Ne? Ich möchte ja den Handel machen. So, jetzt brauche ich allerdings natürlich noch eine Orientierung. Teste mal das Volume Profile. Lars, ich glaube, ich habe das hier nicht drin. Ich kann mal schauen. Volume Profile. Ich nehme mal an, da muss man auch wieder hier Volume Profile. Ich nehme an, das gleiche hier zu machen. Auch auf Ticks. Vermute mal, dass es so ist. Ah ja, okay, da habe ich auch schon mal ein Volume Profile hier drin. Werde das jetzt trotzdem mal da lieber gegentesten. Ich bin da ein bisschen, schauen wir mal. So, Euro, US-Dollar. Und zwar brauche ich eine Minute. So. Gut. Schauen wir mal. Okay. Der Euro-Dollar könnte doch auf eine Minute sehr spannend sein. Also bezogen auf 1440 Perioden liegt momentan der Durchschnittspreis bei 1,1223 auf eine Minute gesehen, auf Heikin-Ashi-Basis. Und was hier auch spannend ist, guck mal, der hat sich nicht verändert. Die letzten Stunden hat er sich nicht verändert. Und das ist wieder so ein schönes Beispiel, warum ich einfach der Meinung bin, mit Preis und Trend bist du sehr, sehr gut bedient. Schau mal, ne, aus unfair wieder zurück zum fairen Preis. Aus zu teuer, zurück zum fairen Preis, immer wieder zu teuer, zurück zum fairen Preis. Also es ist immer wieder das Gleiche. So, dementsprechend würde ich mir jetzt hier unten natürlich schauen, ob ich hier also einen fairen Preis 1,12,4, 1,12,23. Gucken wir mal, ob der Nano das hier auch hat. Was haben wir hier? 1,12,23. Ja, genau. Also haben wir hier auch auf Minute geht das, ja. Also wenn ich also 4 Stunden kann ich das Volumenprofil dort nicht nutzen. Das geht nicht, weil es nur auf den Tag geht. So, das würde jetzt für mich bedeuten, ihr Lieben, ich würde mir natürlich nur hier ein Long-Signal suchen. Und da bin ich halt dann schon auch rigoros. Ja? Jetzt mache ich noch einen zweiten Chart auf und gucken wir mal, ob wir da noch was kriegen. Großbritisches Pfund US-Dollar, großbritisches Pfund. US-Dollar. So, wie erkenne ich die Extrempunkte im Voraus? Ja, das ist halt das Problem, weil wir, also im Daytrading kannst du es hier mit dem Volume Profile, kannst du das sehen, wo die Extrempunkte sind. Die kann man sich dann hier auch einstellen mit den verschiedenen Farben. Das würde ich jetzt nicht machen. Also ich mache es nicht, weil es zu viel Zeit jetzt ist. Da muss man sich ein bisschen spielen, aber dann siehst du das. Und das Problem ist, in den höheren Zeiteinheiten, wo ich also mit dem Marktprofil arbeite, da haben wir das, wie gesagt, beim Nano Trader noch nicht. Ja, da habe ich das nur hier im Agena Trader, wo ich das sehen kann. Aber ich kann dir versprechen, ich habe schon gesagt, Jungs, wir müssen da was machen. Ich will das im Nano Trader genauso haben. Und sie haben gesagt, ja, machen wir. Wir brauchen da ein bisschen Zeit dafür. Und dann siehst du die Extrempunkte. Ja. Und wie gesagt, ich bin kein Daytrader, ich hasse Daytrading, ist für mich auch nicht zielführend.
Gucken wir mal, was die Wall Street macht. Zwischendurch mal immer noch zu sehen. So, jetzt okay. Also zweites Ziel abgearbeitet. Jetzt gucken wir mal, ob wir uns irgendwann da mal einen Long Trend dann daher wischen. Ne? Regelwerk einhalten, ihr Lieben. Ganz, ganz wichtig. Regelwerk ist das A und O im Trading. Ansonsten ist alles nur Zufall unterworfen. So, jetzt schauen wir mal da. Da mache ich jetzt auch mal eine Minute. Und da hole ich mir jetzt auch die Indikatoren rein, die ich zur Orientierung brauche. Ich mache mal einmal meinen Dow-How. Dann nehme ich noch das Volume Profile mit rein. Ich glaube, das habe ich jetzt hier falsch gemacht. Jetzt mache ich erstmal das hier. So. Okay, so. Gut, jetzt haben wir hier unseren Trend. Wir sehr schön sehen können. Jetzt brauche ich noch eine Orientierung, wo ich drin bin. British Pfund eine Minute. Ich muss jetzt wissen, aktuell, ne, wenn das nächste Signal kommt, lohnt sich das für mich dann auch vom Preis her. Ja, jetzt nutze ich den Tipp vom Lars und nehme mal das Volume Profile noch mit rein. So, okay, dann gucken wir mal, bis das anspringt. Gut, schau mal. Also, hier sehen wir, oh, da sind wir auch unten im unfairen Preisbereich. Ja? Das heißt, heute auf eine Minute liegt der faire Preis hier bei 1,2389 im Moment. Das heißt, ich bin hier außerhalb der fairen Preiszone. Das ist die hellgraue Schicht hier unten. Das heißt, hier würde ich jetzt auf ein Long-Signal dann einfach warten, um mich dann hier nach oben einzustoppen. So, jetzt wenn du sagst, ich will jetzt hier nicht zwangsweise auf einen Trend warten, ja, dann könnte man eventuell mit einem Doppeltief oder sowas dann arbeiten. Dann wäre es dann spannend, jetzt hier diese Ausgleichskerze abzuwarten. Ja, aber das wird schon schwierig. Also er ist auf jeden Fall unten im tiefgrünen Bereich. Das heißt, ich würde mich jetzt mal hier drüber einstoppen lassen. Ich warte jetzt hier noch auf einen Trend, sondern ich nutze jetzt hier die Möglichkeit, dass es hier ein Doppeltief unten gibt und dass ich tief unten im grünen Bereich bin. Ja? So, das heißt, ich würde jetzt hier mal schauen, ob ich hier eine Stop-Buy-Order reinsetzen kann. Genau. Und den Stop-Loss setze ich, um Gottes Willen natürlich da nicht, sondern dann da drunter. Ups, da drunter, bisschen Platz lassen und mein Ziel, ja, mein Ziel lege ich dann natürlich hier, na, komm runter. Mein Ziel lege ich hier an den Point of Control ran. So, dann gucken wir mal. Ja, also das ist jetzt hier, fehlgeschlagen. Grund, Institute Processing has resulted in red card, please check details. Okay, keine Ahnung. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt, warum ich das. Ah, okay, gut. Gut, dann machen wir das hier nochmal von Hand. So, auf jeden Fall machen wir eine Stop Order. Machen wir rein bei 1,2324. Okay, und gucken wir mal, ob wir jetzt reinkommen.
Schau mal, also es liegt auf jeden Fall eine Order jetzt da drinne und ich spekuliere darauf, dass wir einfach zum fairen Preis dann zurückgehen. Ja, okay. Allerdings die Stop-Order liegt natürlich dann viel zu tief. Klar, die muss ich dann weiter hochsetzen. Kommt dann dahin. So. Gut, wenn wir nicht eingestoppt werden, nehmen wir die Order natürlich dann auch wieder raus. Logischerweise. Das ist auch ganz wichtig. Okay. Also wie gesagt, nochmal, das ist jetzt nicht nach dem Regelwerk Trend, sondern hier handle ich nach einem reinen Bewegungshandel-Einstieg. Ja, das heißt, hier sehe ich gerade eben ein Mehrfachtief. Ja, der Markt stabilisiert sich mit Ausgleichskerzen hier unten. Wahrscheinlich finde ich sogar eine Divergenz, wenn ich den MACD nutzen würde. Ja, und ich sehe, dass ich tief unten im unfairen Preisbereich bin. Also lasse ich mich auf dem Weg nach oben einstoppen und warte halt drauf, was dann passiert. Mehr kann ich ja definitiv nicht machen. So, Bernhard, Extrempunkte, habe ich deine Frage beantwortet? Ich glaube schon, ne? Also brauchst du das Marktprofil dann dazu. So, Alexander, hast du einen Tipp, wie man die Ruhe bewahrt, wenn man in einem Trade ist und der Markt sich schnell bewegt? Okay, so. Ihr Lieben, darf ich mir bitte schnell was zum Trinken holen? Dankeschön. So. Ah, okay, ich habe es verstanden, ja. Gut. Nadja, ganz lieben Dank. Vielen Dank für deine Unterstützung. So, also ihr seht, der Kurs geht immer weiter runter. Ja, das heißt, ich habe jetzt auch keine Ausgleichskerzen mehr. Ja, das ist aber gut, das macht nichts. Weil je tiefer, dass ich in den unfairen Preisbereich gehe, desto mehr Chancen und desto mehr Potenzial habe ich dann hier wieder nach oben. Ne? Also nehme ich die Order jetzt einfach mal wieder raus hier. Position entfernen. Ja, ich nehme die jetzt wieder raus und warte quasi auf das nächste Signal. So. Okay, gut. Ich gehe jetzt hier die Fragen weiter durch. Okay. So, schauen wir nochmal den DAU an, wie weit das der gelaufen ist. Ja, sehr schön. Aber auch hier für mich, also für mich das Ziel abgearbeitet. Ja, du kannst natürlich immer Folgendes machen. Das ist auch eine Strategie. Erhalte ich allerdings, wenn ich weghandle vom fairen Preis, immer ein bisschen für gefährlich. Aber es ist Sache des Arbeitsstils, ne? Darf ich da vielleicht noch was dazu sagen? Ja. Das Einzige, was du im Trading duplizieren kannst, ist dein Regelwerk und dein Einstieg. Den Ausstieg kannst du nie duplizieren, weil der Markt lebt. Du weißt nicht, was am rechten Rand des Charts passiert. Weil, nehmen wir jetzt mal dieses Beispiel, ne? Oliver, du hast es vielleicht jetzt laufen lassen. Du hast bei 3,25 einen kleinen Gewinn mitgenommen. Passt. Super. Fakt ist, wir hatten ein Ziel, ne? Rot zu rot. Der Plan muss vorher feststehen. Also, wenn das Ziel erreicht ist, darf zumindest mal kein Minus mehr entstehen. Ja? So. Haben wir uns hier vielleicht sogar entschieden zu sagen, okay, ich nehme da mein Ziel weg. Jetzt guckst du dann und ich werde alle, seid geduldig, bleibt bitte bis zum Schluss dabei. Ich werde alle Fragen, die da sind, beantworten. Ja, nur ich möchte ja auch, dass ihr was mitnehmt mit nach Hause, also wertvollen Content mitnehmt dann. Wenn du jetzt sagst, Ziel erreicht, du gehst jetzt raus und guckst dann, siehst, der fällt noch weiter, dann war bei mir früher auch so, dann denkst du dir, Scheiße, beim nächsten Mal lasse ich es laufen. Dann kommt die Situation wieder, beim nächsten Mal lässt du es laufen, ja. Und der Markt dreht sich und läuft oben vielleicht in den Stop rein. Dann denkst du dir, verdammte Axt, ja, hätte ich doch nur mein Gewinn mitgenommen.
dann entscheidest du dich, beim nächsten Mal nehme ich den Gewinn mit. Ich garantiere dir, beim nächsten Mal nimmst du den Gewinn mit und er läuft wieder weiter. Und ich bin überzeugt, ihr habt die Erfahrung alle schon gemacht in dieser Richtung. Du kannst den Ausstieg nie duplizieren. Nie. Das geht nicht. Ja? Murat, guten Appetit. So, das heißt, das Einzige, was du duplizieren kannst, ist dein Einstieg. Und was ich dir empfehlen kann, und das zielt auch ein bisschen auf die Frage ab, die hier Alexander gestellt hat, wie man die Ruhe bewahrt in einem Trade, wenn der Markt sich schnell bewegt. Wenn du einen Plan hast, und ihr Lieben, der Plan muss vorher feststehen, und deshalb ist diese Orientierung vom Trade und vom Trend und vom Preis so wichtig. Ja? Wenn ich nicht weiß, wo ich mich im Preissegment bewege, laufe ich blind durch den Markt. Ich meine, wenn ich hier in Aldi reingehe, muss ich doch wissen, welche Sachen in der Saison sind und wenn sie außerhalb der Saison sind. Sonst kaufe ich doch, deine Frau schlägt dich, wenn du mit Erdbeeren für 5 Euro nach Hause kommst und sagst, da hast du noch alle. Ja? Das wird nicht funktionieren. Und deshalb brauchst du einen Plan vorher. Orientiere dich anhand der Technik, wo ist mein Durchschnittspreis? Oder eben, wenn du Daytrading, Daily machst, wo ist der Point of Control? Bin ich fair, bin ich unfair? So, dann hast du schon mal die Orientierung. Lohnt sich jetzt in dem Fall, mein Ziel rot bei rot zu nehmen? Oder habe ich das Ziel, bis zum fairen Preis zurückzugehen? Mach einen Plan. So, und dann such dein Regelwerk Einstieg. Entweder Trend mit Signalen oder halt auch Bewegungshandel aufgrund von Divergenzen, Doppeltiefs, abgebrochene Bewegungen, das sind alles Dinge, die lehre ich in meiner Art des Tradings, da reicht die Zeit nicht dazu. Das ist auch nicht Sinn und Zweck dessen. Ja? Mit einem Webinar lernst du Trading sowieso nicht, das muss ich auch gleich dazu sagen. So, das heißt, Einstieg nach Trend oder nach irgendeiner anderen deiner Strategie. Du hast ja bestimmt auch deine eigene Strategie, die kenne ich ja nicht. Ja? Dann steig ein. So, und dann müssen die Dinge aber vorher klar sein. Vorher, nicht während dem Trade. Vorher muss klar sein, wo liegt mein Initial Stop? Also wo ist mein Geldmanagement berechnet? Ne? Was riskiere ich? Dann, wie handle ich mit meinem Stop, wenn der Trade für mich läuft? Wann ziehe ich ihn nach? Ziehe ich ihn nur auf Einstand? Wann ziehe ich ihn nach? Wie handle ich mit dem Trade, wenn er für mich läuft? Wann fange ich an, den Stopp vielleicht nachzuziehen? Und wo ist mein Ziel? Nehme ich diesmal rot zu rot, blau zu blau oder lasse ich ihn bis zum Point of Control laufen? Und wenn du diese Entscheidungen vor dem Trade getroffen hast, dann halte dich auch an den Plan. Und dann lass den Markt machen. Glaub mir, du kannst den Markt nicht beeinflussen. Das geht nicht. Und heute wird er super laufen, morgen gleiches Szenario, ist es ein Rohrkrepierer. Trading ist ein mathematisches Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Du kannst sie nicht beeinflussen. Ja? Und deshalb zu entscheiden, ach, beim nächsten Mal lasse ich ihn laufen, nur weil er jetzt weitergelaufen ist, ist nicht zielführend. Das ist nicht gut. Habe ich jahrelang gemacht, hat nicht funktioniert. Du kannst den Ausstieg nicht duplizieren. Du kannst den Plan vorher haben und dich in diesem einen Trade an deinen Plan halten. Weißt du? Und die Emotionen dann danach sind nicht angebracht. Dich zu ärgern. Ach, hätte ich doch mal. Ihr Lieben, der Markt weiß nicht, dass du existierst. Du kannst dich auf den Kopf stellen, im Arsch wackeln. Ja, es interessiert den Markt nicht, ob du dich ärgerst oder nicht. Es ist völlig uninteressant. An der Börse verdienst du nur Geld mit Strategien, die du umsetzen kannst. Ja, so. Und dann darf ich hier gleich die Frage vom Alexander mit reinpassen, weil die thematisch jetzt gleich dazu reinpasst. Wie bekomme ich da Ruhe rein ins Trading? Ihr Lieben, ganz ehrlich, jedes Konto, das deutlich unter 100.000 liegt, ist nicht dazu gedacht, dass du davon leben kannst. Das kannst du vielleicht machen mit 50, 40, 30. Aber nur, wenn du jahrelange Erfahrung hast und wenn du weißt, was du tust. Wenn du das nicht hast, kannst du es nicht machen. Kann ich dir sagen, es wird nicht funktionieren. Vielleicht zerstöre ich da gerade deine Träume, deine Illusion, aber diese Illusion ist eine Illusion. Es ist nicht machbar. Definitiv nicht. Der Druck, den du dich aussetzt, wird deine Gesundheit zerstören, wird deine Familie zerstören. Und das ist dieses
Trading Business nicht wert. Definitiv nicht wert. Das kann ich dir jetzt schon sagen. So, deswegen reden wir davon Geldmanagement. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Leute sagen immer, ja, 1% pro Trade erleben. Ganz ehrlich. Was soll die Zahl aussagen? Ja, bringt dich 1% zum Schwitzen? Ja? Oder bringt dich 100 Euro zum Schwitzen? Wann kriegst du schweißnasse Hände? Weil du an die 1% denkst? Oder weil du an 150 Euro denkst, die gerade flöten gehen? Oder so wie Murat vorhin da 1000 Euro weg sind oder was weiß ich. Was bringt dich zum Spitzen? Die Prozentzahl oder das Geld? Wenn du heute deinen Geldbeutel verlierst, gehst du dann nach Hause und sagst zu deiner Frau, oh, ich habe jetzt 1% von meinem Gehalt verloren gerade auf der Straße. Oder sagst du, Alter, in dem Geldbeutel waren 300 Euro drin. Also was bringt dich zum Spitzen? Es ist nicht die Prozentzahl, es ist immer der Geldbetrag. Immer der Geldbetrag. Also womit bringst du Ruhe in dein Trading hinein, wenn dein Geldmanagement in Ordnung ist? Wenn dein Geldmanagement in einem Bereich liegt, der dich freilässt von Emotionen. Wenn du ganz locker zuschauen kannst, wie der Trade ins Ziel läuft oder deinen Plan verfolgt oder wie der Trade auch nicht deinen Plan verfolgt. Es gibt kein 100% Setup erleben. Es gibt es ganz einfach nicht. Es wird immer Minus-Trades geben, aber die gehören zum Spiel dazu, solange sie fachlich korrekt sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Deshalb, bevor du deinen Trade machst, finde deinen Geldbetrag, finde deinen Pinguin-Faktor, wo du dich wohlfühlst. Jeder hat einen anderen Bezug zum Geld. Schau, 50 Euro. 50 Euro sind für normalen Menschen, gehst du für deine Familie da, ich sag mal, vielleicht eine Woche einkaufen. In Afrika lebt für 50 Dollar eine ganze sechsköpfige Familie für einen ganzen Monat. Für einen anderen, ihr Lieben, sind 50 Euro Trinkgeld in einem Restaurant. Was sind 50 Euro für dich? Und deshalb ist Trading menschlich. Deshalb ist Trading individuell. Weil gerade schon der Geldbetrag für jeden etwas anderes bedeutet. Und solange du deinen Geldbetrag so wählst, dass du bei jedem Trade ins Schwitzen kommst, und das lass dir das nach 17 Jahren und vielen und einigen geschrotteten Konten und einer zerstörten Familie sagen. Solange du bei jedem Trade ins Schwitzen kommst und Herzrasen bekommst und nervös bist und nicht entspannt vom Rechner weggehen kannst, ist es nicht dein Geldbetrag. Definitiv nicht. Also denk bitte darüber nach. Und ich nutze gern dieses Beispiel ein bisschen aus einem anderen Bereich heraus. Wie finde ich jetzt meinen Geldbetrag? Das ist relativ einfach. Steh auf, geh zu deinem Geldbeutel, nimm die Summe raus, die du denkst, geh zur Straße raus und gib sie dem Nächstbesten in die Hand. Und das ist dein Geldbetrag. Kann man mal drüber nachdenken. Oliver schreibt, wir haben einen lupenreinen Short-Trend, warum darf ich dir nicht handeln? Oliver, du darfst grundsätzlich alles machen. Ja? Ich meine, du bist ja schon drin, ja? Du hast ja Teilgewinne mitgenommen vielleicht, lass ihn halt einfach laufen, sieh den Stop einfach nach. Ja? Also nochmal, es gibt an der Börse kein richtig oder falsch, gibt es nicht. Warum nicht? Warum gibt es den nicht? Weil Börse menschlich ist. Es ist eine Sache der Wahrnehmung. Ja? Wo ist deiner Meinung nach das Ziel? Das weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Dazu müsste man jetzt vielleicht etwas in den größeren Bereich gehen, in Wall Street und oder in, keine Ahnung, vielleicht bei rund 25.000. Aber ich glaube, das spielt auch gar keine Rolle jetzt mehr. Schau, ich würde es jetzt anders machen. Ich würde es ganz einfach meinen Stop anfangen nachzuziehen. Ja? Setz ihn einfach jetzt hier unter den kleinen Punkt 3 und lass den Markt einfach laufen. Irgendwann, wenn irgendwann mal ein Doppeltief bildet oder sonst irgendwas, kann man rausgehen. Ja? Aber er wird irgendwann jetzt anfangen zu korrigieren, weil es sehr, sehr weit weg ist von seinem fairen Preis. Ja? Also es ist aber, der eine Trade ist nicht wichtig. Definitiv nicht. Ist halt jetzt schön gut gelaufen, weil die Signale funktioniert haben. Aber es heißt nicht, dass es morgen wieder genauso geht. Und das ist ja das, was die meisten Menschen durcheinander bringt. Schau,
Und das ist jetzt der Punkt, warum Trading eine Wahrnehmung ist. Und lass mich bitte ein Beispiel sagen. Der eine oder andere hat es vielleicht schon mal gehört. Ja? So, was habe ich hier in der Hand? Was würdest du sagen? Ihr seht es in der Kamera. Schreibt mal rein, was halte ich hier in der Hand? Könnt ihr das sehen? Ihr dürft gerne antworten. Was habe ich hier in der Hand? Ein Kugelschreiber, genau, ein Stift. Sehr schön. Genau, vielen Dank. Tatsächlich. So, und jetzt vielleicht löst deine Augen mal einen Augenblick von den blöden Charts. Die ist nämlich nicht wichtig. Die leben ohnehin auch ohne uns. Der Trade läuft übrigens auch ohne uns. Du sagst, ich habe hier einen Stift in der Hand. Und dann stell dir mal vor, hier kommt ein kleiner Hund rein in mein Büro hier. Und ich halte ihm dieses Ding vor die Schnauze. Als was sieht der Hund dieses Ding? Was denkst du? Was wird der Hund mit diesem Ding machen? Was würdest du sagen? Sonja, was glaubst du? Kommt ein Hund rein, eine Hundewelpen kommt rein und ich halte ihm den hin. Was wird der Hund damit machen? Was denkst du? Schnuppert dran, spielen dran, genau. Wahrscheinlich wird er auch rumweichen. Ja? So. Sieht der Hund dieses Ding als einen Stift? Er wird damit spielen. Ja? Vielleicht erwartet er, dass ich das wegwerfe. Ja, er beißt drauf rum. Das heißt, für dich ist es ein Stift und für den Hund ist es ein Spielzeug, ein Kauspielzeug. So, und jetzt ist die Frage, und jetzt hör mir einfach nur mal zu, ja, wer hat recht? Der Mensch oder der Hund? Wahrscheinlich wirst du sagen, na, beide. Absolut richtig. Beide haben recht. Für dich ist ein Stift, für den Hund ist es ein Kauspielzeug. Ja. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Ich lege den Stift hier hin. Ja, ich lege dieses Ding hier hin. Ja, und es ist niemand mehr im Raum. Kein Mensch hier, kein Hund mehr. Es ist niemand im Raum. Und jetzt die entscheidende Frage. Was ist dieses Ding in diesem Moment? Es ist niemand da. Es ist niemand da. Es hat viel mit Trading zu tun. Es ist niemand da. Was ist dieses Ding in diesem Moment? Kein Hund, kein Mensch, nicht, niemand ist im Raum. Wahrscheinlich sitzt du jetzt zu Hause und sagst, keine Ahnung, nix. Wenn du sagst Stift, sage ich, nee, du bist ja nicht da. Ja, es ist ja nicht da, kannst du nicht drauf gucken. Für dich ist es, du bist ja draußen. Also wirst du sagen, nix. Stimmt, in dem Moment ist es auch nichts. Das ist eine sehr tiefe Erkenntnis, ihr Lieben. Das ist das Konzept der Leerheit. Denn in sich genommen ist alles leer. Denn wenn jetzt Folgendes passiert, du kommst jetzt wieder rein und das Ding liegt hier, ja, und du kommst rein als Mensch und dein Auge filtert drauf und sagst, ah, ein Stift. Und der Hund kommt rein und sieht das Ding und fängt wieder dran auf, herumzukauen. Also in dem Moment, wo zwei draufschauen, hat dieses Ding die Fähigkeit, zwei Sachen gleichzeitig zu sein. Wenn niemand draufschaut, ist es auch nichts, nada, es ist leer. Es ist das Konzept der Leerheit. Ein Beispiel weiter. Du hast diesen Stift in der Hand, ne? Vielleicht sitzt du zu Hause und nimmst jetzt auch mal so einen Stift in die Hand und schließ doch mal die Augen für dich. Ja? Und jetzt stell dir vor, du hast hier einen fetten Diamanten. Sonja ist für dich, ne? Frauen. Einen fetten Diamanten in der Hand. Schließ die Augen und stell dir vor, du hast einen fetten Diamanten. Ja, kannst du dir das vorstellen? Ich denke, jeder, der einigermaßen fantasiert, kann sich das vorstellen. So, jetzt mach deine Augen wieder auf. Und was siehst du? Naja, es ist ein Stift. Ja, es ist kein Diamant. Also du kannst dir nicht irgendein was wünschen. Kannst du schon, aber es wird so nicht passieren. Es ist ein Stift. Nicht mehr und nicht weniger. Also es spielt sich in unserem Kopf irgendetwas ab, wo mich dazu zwingt, diesen Stift als Stift zu sehen. Und jetzt ist die Frage, kommt der Stift vom Stift oder kommt der Stift von mir? Kommt der Stift vom Stift oder kommt der Stift von mir? Hat viel mit Trading zu tun. Kommt der Stift von mir? Logisch betrachtet wirst du wahrscheinlich sagen, ja, klar, der Stift kommt von mir. Und das stimmt auch.
Denn wäre der Stift per se ein Stift, würde der Hund ja einen Brief schreiben damit. Und wird mich auch anbellen, sagt, gib mal her, ich muss meiner Hundefreundin einen Brief schreiben. Nee, tut er aber nicht, sondern er weiß drauf rum. Also ist es eine Sache der Wahrnehmung. Irgendetwas spielt sich in deinem Gehirn ab, dass wenn du etwas siehst, das als solches wahrnimmst. Also ist das ein Stift. Für den Hund ist es ein Spielzeug. Es ist eine Sache der Wahrnehmung. Was ist es? Was passiert hier? In dem Moment geht hier ein Same auf. Es ist wie so ein Bild, was du aufmachst und es projiziert auf diesen Plastikzylinder mit Metall innen drin. Es ist ein Stift. Den Hund geht ein Same auf, in seinem Gehirn, in seinem Kopf, Kauspielzeug. Samen. Wie kommen die da rein? Durch dich selbst. Hinter deinem Auge hast du sogenannte Spiegelneuronen. Du beobachtest dich den ganzen Tag selber. Gehst du dir selber manchmal auf den Geist, weil du den ganzen Tag mit dir selber rumlaberst? 65.000 Wörter pro Tag redet der Mann mit sich selber, bei Frauen das Doppelte. Deswegen sind wir abends auch so fertig. Das heißt, unser Gehirn produziert 65 Bilder oder Samen pro Sekunde. Pro Sekunde 65, ein YouTube-Video, damit der Film abläuft, produziert 24 Bilder pro Sekunde. Dein Gehirn 65 Bilder. Dein Unterbewusstsein ist wie ein automatisierter Recorder. Der zeichnet ständig auf. 65 Bilder pro Sekunde. Und der ist wie ein neumodischer Recorder, wie bei Sky. Da kannst du aufzeichnen und vorne gleichzeitig anschauen. Und so funktioniert dein Unterbewusstsein. Das heißt, diesen Stift hast du dir selber gepflanzt. Den hast du dir selber gesät, diesen Samen, indem du dich selbst dabei beobachtet hast, wie du jemand anderem dieses Ding gegeben hast, das ist ein Stift. Und damit hast du diesen Samen selbst bei dir gesät. Und jetzt zieh das Ganze auf den Chart. Wodurch kommt denn der Handel zustande? Weil Tausenden, aber Millionen von Menschen auf den gleichen Chart gucken und jeder Mensch individuell seine eigene Wahrnehmung hat. Nur deswegen kommt Handel zustande. Nur deswegen. Wäre ein Chart per se Stiftwissen, per se long oder short, würden alle Menschen das Gleiche sehen und gleich handeln, käme kein Handel zustande. Verstehst du das tiefste Wissen? Da kommst du nicht selber drauf. Deswegen sage ich, wenn du langfristig erfolgreich sein möchtest, brauchst du jemanden, der dort ist, wo du hin möchtest. Musst dich auch erst lernen. Und das ist dieses Stiftwissen, diese tiefen Weisheiten, die vor 2500 Jahren in die Welt gekommen sind und bis zum heutigen Tag im Trading Anwendung finden. Es ist nur deine Wahrnehmung, Oliver, nur deine Wahrnehmung, ja? Weil du auf Minute den Abwärtstrend siehst. Ein anderer schaut sich den 4-Stunden-Chart an und sagt, und jetzt? Ich bin long, das ist halt eine kleine Korrektur, Ende Gelände. Der sieht da keinen Short, der sieht da einen Long-Aufwärtstrend. Du in deiner Wahrnehmung, ja, oder ich oder jeder andere, sieht hier einen Short. Es ist deine Wahrnehmung. Und deshalb gibt es an der Börse kein richtig oder falsch. So, die Aufgabe, die wir als Trader haben, ist, bevor wir einen Trade starten, uns zu orientieren, wo sind wir. Und ich will wissen, wie viele kaufen nach mir die gleiche Richtung? Wie viele haben eine ähnliche Wahrnehmung? Ja. Und Oliver ist ehrlich, er sagt, es interessiert ihn nicht. Er will Geld verdienen, nicht recht haben. Das stimmt, das ist schon mal super Einstellung. Ja. Aus eigener Erfahrung darf ich dir aber auch hier wieder sagen, solange dein Fokus auf Geld gerichtet ist, wird es kurzfristig funktionieren, aber nicht langfristig. Und wenn ich von langfristig spreche, rede ich von 3 bis 5 Jahren und länger. Wisst ihr, im Trading ist es nicht kompliziert, mal über 3 Monate Geld zu verdienen. Ja?
Und es ist auch nicht schwierig, mal über ein Jahr mal ein gutes Jahr zu haben. Es ist nicht das Thema. Aber wenn du mit deiner Strategie über 3, 4, 5 Jahre Geld verdienen kannst, ja, dann ist es gut. Geld ist Unabhängigkeit und Freiheit. Nein, ist es nicht. Definitiv nicht. Und Geld macht auch nicht glücklich. Das, was du mit Geld machen kannst, ja, das macht glücklich. Wenn du Menschen unterstützen kannst, wenn du Brunnen bauen kannst, dass Menschen Wasser haben, das macht glücklich. Aber willst du mir allen Ernstes behaupten, dass beim schönen Wetter, Freitagnachmittag, dass das Freiheit ist, hier im 1-Minuten-Chart rumzudödeln? Nennst du das Freiheit? Freiheit sieht für mich anders aus. Definitiv. Ihr Lieben, das ist ja das Lustige. Micha Vogt, mein Mentor, hat in seinem Buch geschrieben, wir kommen wegen des Geldes und wir bleiben wegen der Erkenntnis. Aber auf diese tiefe Erkenntnis kommst du später, viel, viel später erst. Wir kommen alle, weil wir uns erhoffen, damit Geld zu verdienen, um frei zu sein. Ja, typisches Spiel. Während alle in die Arbeit rennen, sitze ich mit dem Laptop bequem im Garten oder auf einer Insel oder sonst irgendwas. Ihr Lieben, wieso sind ja alle heute Nachmittag hier? Wieso? Weil es scheinbar dann doch nicht so funktioniert. Warum ich hier sitze, kann ich euch sagen. Da bin ich ganz offen ehrlich, weil ich eine Mission habe. Wenn ich das Webinar nicht hätte, würde ich hier auch nicht sitzen. Da würde ich jetzt mit irgendjemandem einen schönen Kaffee und Kuchen trinken, essen. Definitiv. Hab gerade auf WhatsApp ein schönes Bild bekommen von einem schönen lecker Kuchen. Ja? Aber ich habe eine Mission. Und ich habe eine Vision. Das ist der Zweck meiner Existenz, dieses Wissen weiterzugeben. Das ist mein Lebenselixier. Deswegen stehe ich jeden Morgen auf, weil ich einen Weg gefunden habe, wie es funktioniert, ohne sich als Mensch zu verlieren dabei. Weil in dem Gedöns kannst du dich definitiv verlieren, weil es hier nur um Wahrscheinlichkeiten geht. Und das ist super, super wichtig. Aber es ist, wie gesagt, nur meine Wahrnehmung, meine Meinung. Jeder darf sich seine eigene Meinung darüber bilden. Okay, so, ich habe noch, Alexander, war das deine Frage, wie man Ruhe bewahrt in einem Trade, wenn der Markt sich schnell bewegt? Nochmal, denk an den Stift, Alexander. Es ist nur deine Wahrnehmung. Was für dich schnell bewegen ist, ist für den anderen, der in höheren Zeit und Haltung wächst, nicht mal wahrnehmbar. Und dieses schnell bewegen und dieses Ruhe bewahren hat viel mit dem Geldfaktor zu tun. Wenn du natürlich überhebelt dabei bist, ja, überhebelt dabei bist, dann wird es nichts werden. Dann kommt diese Ruhe nie rein. Und wenn du jetzt natürlich sagst, na ja, aber wenn ich mein Risiko runterschraube, dann verdiene ich ja auch weniger. Da kann ich nur sagen, willkommen im Börsenhandel, im erfolgreichen Börsenhandel. Weil schnell reich werden wird Trading nicht funktionieren. Kurzfristig vielleicht, aber nicht langfristig. Bei Rohstoffen, zum Beispiel Gold im 1-Minuten-Chart, kann man das Setup auch verwenden. Das Setup ist zeitenunabhängig, Daniel, von Haus auf. Okay. So, dann kommt noch Bernhard. Der faire Preis eines Futures heißt doch auch, dass die Züge an Aktien im Schnitt ebenfalls vom fairen Preis entfernt sind. Richtig. Ja, zum Beispiel die meisten. Ich habe jetzt hier zum Beispiel so einen 52-Wochen-Hoch. Oder tief hier. Und da siehst du, dass die meisten Aktien einfach entweder viel zu tief sind, ja, oder ich habe jetzt hier 52 Wochen Hochs und Tiefs rausgenommen, ja, oder einfach zu tief stehen. Das ist absolut richtig, Bernd, hast du vollkommen gesehen, weil natürlich der Index oder der Future logischerweise natürlich der Schnitt der Aktien ist. Ne? Kann man sich dann auch, ist auf jeden Fall so. Okay, Nemorat, hast nicht wirklich viel verpasst. So, wir sollten uns mal privat unterhalten. Oliver, wie gesagt, auf meiner Seite kannst du einen Gesprächstermin buchen. Gerne. Okay, zurück. Schauen wir mal, ob wir Trading-Ideen haben. Also, der Dow ist jetzt maximal unten im unfairen Preisbereich. Hier würde ich mir auf jeden Fall jetzt nur noch einen Long-Einstieg suchen. Eventuell aufgrund einer abgebrochenen Bewegung. Scheinbar kommen hier jetzt doch deutlich mehr Käufer rein.
Ja, das kann auf jeden Fall hier jetzt passieren. Es wäre sogar eine interessante Trading-Chance als reine Bewegungsast und dann rauf zum fairen Preis. Ja, der liegt hier oben irgendwo aktuell, ja, bei 25,578. Ja, schauen wir mal. Ich würde mich jetzt darüber einstoppen lassen. Und den Stop-Loss bei, na, darunter 25,212. 212. Und dann mal die Order reinsetzen. Und dann schauen wir mal. Ah, ich glaube, wir sind auch schon drin. Ah, ich habe jetzt Market gerückt, ich Depp. Ah, ja, siehst du, das darf nicht passieren. Ja, sowas darf nicht passieren. Deshalb auch der Hinweis, viel Erfahrung in der Anwendung, definitiv, ne? Nicht vergessen, die Geschichte. Gut, aber ist jetzt drin. Der Stop-Loss sitzt ja, ist er ja jetzt auch egal. So, Ziel liegt auf jeden Fall hier oben am fairen Preis, am Point of Control. Hier oben, wir gucken mal, wie weit das wir da kommen. So, der Plan sieht auf jeden Fall folgendermaßen aus. Das ist bei mir alles automatisch hier, automatisiert. Wenn ich hier oben dieses Spiel erreicht habe, 25,403, hier, das ist jetzt hier eine Minute, ja, von 25,212 auf 25,403. Wenn ich da hochkomme, werde ich meinen Stop auf Einstand ziehen. Ja, und dann schauen, wie weit das er mich dann trägt. So, was macht der, schau mal den Euro, US-Dollar. Habe ich nach wie vor keinen Trend. Aber wie du hier erkennen kannst, ja, schau mal, er geht jetzt wieder aus dem unfairen Preisbereich, sieht man hier in dem Volume Profile, wieder zurück in Richtung fairer Preis. Und der faire Preis liegt aktuell bei 1,1223. Ja. Ich vermute mal, dass er das Ganze jetzt hier in einem Trend aufbaut, ja, und dann hier oben und dann hier rauf geht. Arbeitest du auch mit Trading Stops? Selten. Also was ich mache, ist auf jeden Fall ab einem gewissen Niveau, wie ich es jetzt hier auch vorgestellt habe, ab einem gewissen Niveau dann kein Minus mehr zuzulassen. Dazu muss aber die Wahrscheinlichkeit gering sein, dass er nochmal runterkommt. Ja, und wenn er dann so kurz vor meinem Ziel ist, dann fange ich schon auch an, den Stop nachzuziehen. Ja, aber dann per Trendhandel Punkt 3. Und das mache ich dann. Wie gesagt, der Einzeltrade ist mir letztendlich ja auch egal. Okay, also Euro-Dollar, jetzt wie ich gedacht habe, er korrigiert jetzt noch mal ein bisschen und jetzt schauen wir mal. Aber wie gesagt, ich rechne damit, dass der Kurs hier auf dem Point of Control hier zurücklaufen wird. Ja, das denke ich mal, dass er das machen kann. Nicht muss, aber kann. Klar, jetzt macht er hier eine Korrektur. Aber wie gesagt, wir sind unten im unfairen Preisbereich. Ja, ich vermute mal, dass er jetzt ein Doppeltief macht, aber lassen wir es egal. Vielleicht kriegen wir sogar noch mal eine Einstiegschance. So, British Pfund, US-Dollar geht ganz tief unten rein, unfairen Preisbereich. Das gibt auch nochmal eine richtig gute Chance, dann mittelfristig hier raufzugehen zum fairen Preis. Aber dazu brauchen wir erst ein Signal, entweder Trend oder dann eben entsprechend, na, sag mal, Bewegungshandel, sowas in dieser Richtung. So, schauen wir mal. Und da jetzt, das werde ich für meinen Fehler in der Tat bestraft, weil normalerweise wäre ich nicht drin. Ja, so, ja, und bin auch rausgestoppt worden. Und dafür werde ich jetzt auch bestraft, weil ich hier einen klassischen Anfängerfehler gemacht habe. Ich kann die Software nicht bedienen. Ganz einfach. Denn im Normalfall lasse ich mich nicht market. Ich gehe nie market rein. Nie. Und ich gehe noch nie per Limit rein. Und ich lasse mich immer einstoppen. Und eigentlich wollte ich mich hier oben einstoppen lassen. Ja? Und dann nach oben gehen. Aber so bin ich jetzt dummerweise Market rein und bin ausgestoppt worden. Was ist der Grund dafür, warum ich nie Market oder Limit reingehe? Ganz einfach. Auch hier wieder menschlich. Was bedeutet Limit oder Market? Mal drüber nachdenken. Limit heißt, du gibst den Preis vor. Also Limit heißt, auf die einfachste Nenner runtergebrochen, ich will. Ja? Ich will den Preis haben.
Nochmal, der Markt weiß nicht, dass du existierst. Also ist auch dein Ich will nicht interessant. Ich will heißt immer, du hast eine Meinung. Du willst, dass der Kurs oder dass der Markt oder der Preis dorthin geht. Ja? Das interessiert nicht. Also dieses Ich will, wird nicht funktionieren. Market heißt auch das Gleiche. Ich will, ne? So wie ich jetzt, Market. Hauptsache, ich bin dabei. Vollkommen Pfosten. Nein, ist nicht wichtig. Deshalb lasse ich mich mir einstoppen. Also Stop Sell oder Stop Buy gibt es ja beim Nano Trader dann auch. Warum? Ganz einfach. Naja, ich habe eine Strategie. Meine Strategie heißt, entweder Trend oder Bewegungshandel aufgrund einer Ausgleichskerze. Und dann lasse ich mich da drüber einstoppen. Warum? Ich brauche nicht jeden Pip. Ich brauche nicht jeden Euro. Ich habe einen Plan. Und der Plan sagt, Regelwerk einhalten. Und wenn er zu meinem Ziel möchte, rot zu rot, blau zu blau oder Point of Control, Durchschnittspreis, na, dann muss er doch sowieso an meiner Order vorbei. Aber wenn sich der Markt halt dieses Mal entscheidet, wie jetzt hier in dem klassischen DAO, einfach nicht in die Richtung zu gehen. Und wir wissen ja nicht, was rechts am Rand passiert. Wir wissen es ja nicht. Wir können nur mit Strategien arbeiten. Dann lasse ich mich einstoppen. Und wenn ich nicht eingestoppt werde, dann bin ich raus aus der Nummer. Aber ich habe kein Geld verloren. Jetzt habe ich Geld verloren, ich Horst. Ja? Weil ich einen klassischen Anfängerfehler gemacht habe, drauf gedrückt habe und habe vergessen, auf Stop-Buy umzuschalten. Sonst hätte ich jetzt kein Minus gemacht, sondern könnte die Order wieder löschen, so wie ich es beim britischen Pfund vorhin gemacht habe. Ja? Und suche mir einen neuen Einstieg. Ja, werde ich jetzt auch tun, wenn jetzt da nochmal eine Ausgleichskerze kommt, ja, werde ich nochmal, weil es wird jetzt eine klassische Divergenz geben hier, ja, wenn man sich jetzt in MACD hier einblenden lässt, ich guck mal, da Jones, das ist ein bisschen zeitverzögert hier, ja, so, das heißt, vermutlich habe ich jetzt hier, das sehe ich jetzt hier auch nicht. Wo ist er denn? So, schauen wir mal. So. Na? Ja, hier, klassische Divergenz. Sieht man jetzt hier recht schön, ne? Tieferes Tief, höheres Tief. Also klassische Divergenz. Und deswegen würde ich jetzt hier suchen, auch unten tief im grünen Bereich. Deswegen würde ich eben jetzt hier dann mir einen Einstieg dann in die Long-Richtung suchen. Ja? Aber er muss jetzt hier irgendwann mal mein Regelwerk erfüllen. Ne? Das heißt, jetzt kann ich hier natürlich keinen Long-Trend machen. Ich möchte zurück zum fairen Preis, weil ich keinen Long-Trend habe. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder klassisch jetzt auf einen Long-Trend zu warten, ja, oder mittels dann Bewegungshandel einzusteigen. Sprich, ich warte hier auf eines dieser Signale, zum Beispiel Divergenz, Doppeltief oder irgend sowas und dann eine Ausgleichskerze und dann würde ich es dann probieren. So, habe ich, wie lässt man sich einstoppen? Per Stop-Buy oder Stop-Sell, Stefan, das kommt bei uns noch dran, war die Strategie zu Corona-Zeiten während des starken Kursfalls in dieses erfolgreich? Definitiv war sie erfolgreich. Ich habe auch zwei Trades im DAX und im S&P 500 gemacht. Und zwar sieht man das hier. Hier oben einmal rein, da Gewinn mitgenommen, weil es mein Plan war. Dann hier nochmal und hier nochmal Gewinn mitgenommen. Ja, also ich habe nicht die ganze Strecke mitgenommen, es war nicht mein Ziel. Ich habe Ziel und habe das mitgenommen. Aber hier war ja auch klassischer Trendhandel. Ja, es ist ja... Der Markt interessiert es, der Preis ist ja wieder hier nur gehandelt. Insofern ist es von den Zeiten vollkommen unabhängig. Das Strategie ist Trendhandel. Und in jeder Phase gibt es einen Trend. Ja? Und wenn das Regelwerk greift, wird der Trade einfach dann gemacht. Mit deinem Long Trade bist du jetzt auch gut im Minus. Nee, ich bin schon ausgestoppt worden, Oliver. Ich habe ja meinen Stop-Loss darunter gehabt. Ne? Also wer ohne Stop-Loss im Markt arbeitet, hat nicht verstanden, wie Trading funktioniert, abgesehen davon.
Arbeitest du nicht mit Clickstop beziehungsweise Target? Kann ich mit dem Namen Bernhard momentan nichts anfangen? Wie gesagt, nochmal, ich bin jetzt nicht der Experte für den Namen-Trader, also noch nicht. Aber ich arbeite mit Target, klar. Aber ich dadurch, dass ich in größeren Zeiteinheiten arbeite, nicht im Daytrading, Bernhard, dann arbeite ich dort, wenn mein Ziel erreicht ist, ziehe ich meinen Stop nach oder gehe dann einfach manuell raus. Clickstop liegt auf dem Surfer. Ah, okay, nicht an der Börse. Ah, das ist sowas wie ein mentaler Stop. Ah, wie so ein mentales Target. Ja, kenne ich als Softstop, aber kann man machen. Ja, das ist eine Sache des Arbeitsstils, denke ich mal. Wie stellt man dann eine Order ein, bei der ein bestimmter Preis vorab erreicht werden muss? Ja, das ist entweder Stop-Sell oder Stop-Buy oder Limit-Order. Ne? Das, wenn ich jetzt hier sage, ich möchte jetzt hier long gehen, ja, vielleicht habe ich jetzt hier irgendwo eine Chance, einmal DAX. Auch tief im unfairen Preisbereich sehen wir jetzt hier auch. Ne? Ich mache das jetzt mal raus, das Time Opportunity und mache da nochmal das Volumen rein. Das war nämlich besser. So, Volumen. So, schauen wir mal. Ah, okay, also sehen wir, fairer Preis liegt hier oben bei 12.267. Ja, hier würde ich jetzt auf eine schöne Ausgleichskerze warten und dann kann ich mir mal bewegungstechnisch hier einen jungen Einstieg suchen und eventuell alternativ natürlich logischerweise auf den Trend abwarten, auf die Signale abwarten. Ja. So, die Frage ist, naja, jetzt sind wir hier natürlich hier in der Wall Street schon. Ah, okay, jetzt mal raus. Sehen wir es hier auch ein bisschen besser. So. Okay. Schau mal, ob da gleich das Volumen kommt. Na? Kommt es oder kommt es nicht? Tick. Habe ich was falsch gemacht? Was falsch gemacht? Schauen wir mal. Okay, mache ich es nochmal. So. Hallo Markus, da bin ich auch wieder. Den Chart kleiner machen. Hallo Markus, grüß dich, da bin ich auch wieder. Ah. Ja, es ist den Lars, wenn ich nicht hätte. Ich würde dumm sterben heute, ich schwöre es euch. Bin ich so froh, dass ich euch habe. Aber das ist ja schön, wenn man zusammenarbeiten kann. So, also was man jetzt hier im Dow natürlich sieht, klar, wenn man jetzt noch Short drin ist, ich würde jetzt hier einfach den Stop-Loss nachziehen. Ja, zum Beispiel hier auf die 25.308. Ziel ist ja schon lange erreicht und einfach nur dankbar sein für das, was man hier bekommen hat. Ne? Ich möchte jetzt natürlich hier zurück zum fairen Preis. Ja, ich würde mir jetzt hier unten sowas suchen wie ein Doppeltief und dann eine Ausgleichskerze. Die habe ich jetzt hier noch nicht wirklich bekommen. Also ich warte jetzt hier noch ein bisschen auf ein schöneres Signal. Ah, deswegen verschwindet es daraus. Ah, jetzt habe es verstanden. Okay, also hier warte ich jetzt nochmal, aber als wenn ich jetzt Short wäre, dann hier einfach den Stop nachziehen auf den letzten Punkt 3, auf den kleineren Punkt 3. Und, ah, Moment mal, ich habe meinen Ton aus. Stefan! Hi, grüß dich, Steff. Hi, Ja, Markus. mein Lautsprecher war aus. Kein Danke, Problem, kein Gerrit. Problem.
Danke, genau. Danke, danke, danke. So, darf ich bitte noch ganz kurz diese letzten Fragen beantworten, dann bin ich durch. Natürlich, gerne, gerne, gerne. So, wie hast du den MACD 4-Stunden-Chart eingestellt? Albert, kannst du dir merken, 13, 34 und 8, das sind Fibonacci-Zahlen. 13, 34 und 8. Würdest du im Investmentbereich auch mit Stop arbeiten? Ja, ich immer. Meine Meinung, nicht allgemeingültig, meine Meinung. Wall Street und DAX sind ziemlich weit vom fairen Preis entfernt. Kann man davon ausgehen, dass der faire Preis heute noch erreicht wird? Die Frage kann ich dir nicht beantworten. Es ist eine Strategie. Such den Einstieg, zieh deinen Stop nach, hab einen Plan und dann spekulieren wir darauf, dass er dorthin zurückgeht. Oft ist im Sitzen nur ein Wechsel zu beobachten. Wie siehst du das? Habe ich noch nie beobachtet. Gibt es einen Grund, warum du nicht den S&P 500 nimmst? Nein, gibt es nicht. Ich habe jetzt ausnahmsweise halt den Dow gemacht, weil der etwas volatiler ist. Okay, ich glaube, jetzt dreht es. Die Zwillinge haben gehalten. Ich probiere jetzt dein Long-Ziel. Danke. Okay. Nicht probieren, Oliver. Noch zum Abschluss. Bitte immer nach Regelwerk. Regelwerk, Regelwerk, Regelwerk. Ne? Entweder Trend oder Bewegungshandel. Nicht einfach nur, weil die 25 gehalten haben. Deine Wahrnehmung, ne? Stiftwissen. Nur deine Wahrnehmung. Für jemand anderes ist ein Kaufspielzeug. Nur deine Wahrnehmung. Vergiss das bitte bei der ganzen Geschichte nicht. So, Stefan, ich bin durch. Ach, die Zeit zu Ja. schnell vergangen. Ja, es ging wirklich schnell heute. War wie immer sehr, sehr interessant gewesen, Markus. Hat wirklich viel Spaß gemacht. Ich muss zugeben, ich habe nicht alles gehört, aber doch den größten Teil. Also vielen lieben Dank für deine Zeit. Ihnen auch herzlichen Dank für Ihre Zeit. Hat wirklich auch, hoffe ich, Ihnen Spaß gemacht, das Ganze mit dem Markus. Ich mag auch so diesen Mix bei ihm halt, dieses, ja, wie soll ich sagen, dieses psychologische, aber auch das Handfeste mit der Strategie, glaube ich, ist eine sehr, sehr spannende, sehr, sehr interessante Mischung. Aller Voraussicht nach, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, haben wir den Markus im August wieder bei uns im Friday Trader Club, dann in einem dynamischen Duo, aller Voraussicht nach. Freuen wir uns schon drauf. Ihnen wünsche ich, hoffe ich, ein sonniges Wochenende. Bei uns hat es gerade Tennisball große Hagelkörner gegeben. Also bei uns gab es ein heftiges Unwetter gerade. Hoffe, bei Ihnen wird es oder Sie kommen glimpflicher davon. Markus, bei dir scheint doch die Sonne, sehe ich im Hintergrund. Ja, es ist ein bisschen wolkig, aber die Sonne, es ist schön. Ja. Wunderbar. Dann Ihnen allen ein schönes Wochenende. Markus, dir lieben Dank und wir sehen und hören uns demnächst. Tschüss. Tschüss.